Hallo, meine Lieben, herzlich willkommen zum alldonnerstäglichen Stream. Wir sind da und ihr seid auch da. Heute mit mir dabei ganz viele nette Leute und so viele, dass ich mal überlegen muss, in welcher Reihenfolge man korrekt vorstellt. Und wir müssen noch ein Fenster auswählen. Probieren wir das, dann wisst ihr schon, was es ist. Die Musik hört ihr schon. Heute mit dabei, ganz zauberhaft, wir haben viele Premieren. Wir haben dabei das erste Mal, glaube ich, Roxy. Ja, das stimmt. Hallo, Roxy. Dann haben wir dabei das erste Mal Tom. Das ist wahr. Hallo, Tom. und dann haben wir die alten Veteranen, den guten alten Paco. Was geht? Der Paco und den guten alten Andy. Hallo, das ist auch wahr, dass wir alte Veteranen sind. Ja, alte Veteranen. Ist das nicht ein bisschen doppelt gemoppelt? Könnte man sich überlegen. Wie? Auf jeden Fall. Kommt auch an, was wir Veteranen sind. Ja, und ihr seid auch da. Das finde ich sehr, sehr schön. Hallo Baha, hallo AT, hallo S-Rom und hallo die anderen. Und ich gucke mal eben schnell auf meine Liste, was der sagt, aber ihr wisst ja, wie das ist. Manchmal sind diese Listen ein wenig langsam. Jetzt zum Beispiel. Ich kann nicht genau sehen, wer da ist und wer nicht. Twitch erfüllt mal wieder alle Kriterien, warum es fantastisch ist. Ja. Gut. Aber wir haben natürlich so viele tolle Leute heute dabei. Das heißt, wir können auch viele tolle Sachen machen. Was mich besonders freut. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ich lese ein bisschen was von euch heute, aber wir wollen auch mal ein klein bisschen was machen. Das Erste, was ich heute gerne machen würde, weil ich Lust drauf habe, ist eine schöne Runde Keep Talking and Nobody Explodes zu spielen. Und wir haben das in der Vergangenheit schon ein paar Mal gespielt. Und der Gedanke ist, dass wir es wieder so spielen wie letztes Mal, dass wir die Module aufteilen zwischen den verschiedenen Leuten. Alle, die zu Hause mitspielen wollen und die hier mitspielen wollen, hallo Gorwin übrigens. Und hallo, Deiner Nasto Arius. Ah, hallo. Die brauchen dafür das Bomb Defusal Manual. Das gibt es einerseits auf der Seite bombmanual.com. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, so hieß die. Ja, so hieß es. So hieß es, genau. So, und da steht also drin, wie man Bomben entschärft. Und das Spiel funktioniert so. Es gibt einen, der an der Bombe sitzt und die Bombe entschärfen will und die anderen sagen ihnen, wie das geht. Und man muss sich, und das ganze Spiel basiert auf Kommunikation. Menschen reden miteinander und sagen Dinge zueinander und dann verstehen sie sich falsch und dann explodiert alles und alle sind glücklich. Und wie im echten Leben. Genau. Also in unserem hypothetischen Szenario ist eine Kindertagesstätte für Kätzchen unter Angriff, wird angegriffen von fiesen Bombenlegern. Und deswegen spielen wir Sachen mit Bomben. Und zum Reinkommen spielen wir mal eine, die nicht ganz so knifflig ist, damit alle wieder wissen, wie es geht. Also wir sind natürlich dann 5 Leute. Das heißt, wir brauchen eine Bombe mit mindestens 4 Modulen, damit das überhaupt Spaß macht. Habt ihr denn alle eure Handbücher griffbereit, entweder digital oder manuell oder ausgedruckt? Ich hab's mir gar nicht mal. Ja. Sehr gut. Das. Haben wir alle den Verifikationscode 241? Jawohl. Den habt ihr alle, ja. Sehr gut. Hallo Xamron. Dann muss ich mir mal eine Bombe aussuchen. Wir fangen mit einer einfachen an. Wir nennen sie Double Your Money. Die hat 6 Module, wir haben 5 Minuten Zeit und es gibt 3 Fehlversuche. Die haben wir schon mal entschärft. Unsere Rekordzeit ist 1,24. Und was wir machen ist, ich gucke mir die Bombe an, dann beschreibe ich die Module und verteile sie. Ich sage dann, wir haben auf dieser Bombe die und die und die und die und die Module. Und der macht das und der macht das und der macht das und der macht das. Und dann finden wir aus, was euch Spaß macht und dann tauschen wir das nachher. Und mir machen Explosionen Spaß. Ja. Bitte? Mir machen Explosionen Spaß. Ah, okay. Aber die Kätzchen. Wir müssen aber denkt doch einer an die Kätzchen. Wir müssen an die Kätzchen denken, ja. Und der Gedanke ist, dass wir schnell uns sozusagen in die richtige Richtung bewegen, um mal ein paar spannende neue Bomben zu sehen. Und es ist das erste Mal, dass wir das in so einer großen Runde spielen. Ich bin gespannt, ob es funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, sobald es langweilig wird, machen wir andere Dinge.
wie zum Beispiel eine schöne Partie Quiplash, wo alle mitspielen können. Das wäre natürlich auch ganz super. So, das ist die Bombe. Und wir haben ganz viele Module. Wir haben zwei Buttons. Roxy kriegt den ersten großen Button, auf dem steht, der ist gelb und auf dem steht Detonate. Tom kriegt den zweiten großen Button, auf dem, der ist rot und darauf steht Press. Paco kriegt das Keypad mit den seltsamen Symbolen drauf. Jawohl. Und Andy kriegt die Drähte, die von links nach rechts gehen, die übliche horizontale Anordnung. Ich bin schon da. Du bist schon bei den Kabeln? Dann sehr gut. Dann fangen wir bei den Kabeln an. Ich habe... Wie viele Drähte sind es denn? Ich habe 5 Kabel. 5? 5 Drähte, ja. Ist der letzte schwarz? Ja. Was ist deine Seriennummer? Meine Seriennummer ist... Beziehungsweise, was ist die letzte Ziffer deiner Seriennummer? Warum kann ich eigentlich diese Ich habe gerade Schwierigkeiten, die Bombe zu drehen. Das ist schlecht. Das ist meine komische Maus. Die Seriennummer ist AEU 084. 4. Okay. Wie viele rote Kabel hast du? 1. Wie viele gelbe hast du? 1. Wie viele... Schneid den ersten durch. Ja, Chef, war genau richtig. Paco, bist du bereit für das Keypad? Ich bin bereit. Beschreibe doch bitte mal, was für Symbole du auf dem Keypad siehst. Alles klar. Ein umgedrehtes Fragezeichen. Ein umgedrehtes Fragezeichen. Also ein auf dem Kopf stehendes, um fair zu sein. Ein, das nenne ich immer ein Schweinchen-Kringel-Ringel-Schwanz, ja? Ein ist Haar das, mit einem Schreibschrift. Beschreib mir bitte den Kringelschwanz mehr. Ich kann mir damit nichts zutrauen. Ist wie ein O. Zutrauen. Das noch eine Haarlocke drüber hängen hat. Alles klar. Dann gibt es ein Schreibschrift-H mit einem kleinen Schreibschrift-S, was so unten dran hängt, könnte Jawohl. Man sagen, mit so einem Haken. Und ein fast ein Euro-E, was aber, jetzt muss ich überlegen, an der... Das nach links guckt und einen Umlaut hat? Genau. Das sind Alles die vier. Alles klar. Gib mir eine Sekunde. Ja, wir haben sogar noch 2 Minuten 33, sagt er. Fang doch bitte an mit dem Euro. Jawohl. Dann doch bitte das Schweinchen-O oder was das war. Ja, richtig. Dann doch bitte das H. Richtig. Und dann das Fragezeichen. Sehr gut, entschärft. So, wer möchte zuerst, Tom oder Roxy? Ich. Okay. Roch, Ladies first. Gelber Button steht Detonate drauf. Okay, hast du mehr als eine Batterie an der Bombe? Das ist gut, dass du fragst. Ich habe mehr als eine Batterie am Körper, aber an der Bombe... Und ich habe schon wieder Probleme mit der Maus. Eventuell steigen wir noch aufs Pad um. Ich habe 2 Batterien an der Bombe. Das überrascht mich nicht, dass die Maus versucht, die Kätzchen zu sabotieren. Dann musst du einmal drücken und sofort wieder loslassen. Ah, richtig, entschärft. Tom! Du sagtest rot und da steht irgendwas drauf. Press. Dann halt mal erstmal gedrückt. Und dann ist da ein... Weiß. Strip auf der Seite. Weiß. Ist der. Du sollst es loslassen, wenn der Timer eine 1 irgendwo hat. Richtig, entschärft. Und jetzt haben wir noch ein Modul auf der Rückseite. Wir haben zwei Module. Und das sind Keypads und Drähte, von daher machen wir die nochmal. Paco, bitte lass uns mit dem Keypad anfangen. Beschreib doch bitte, was du siehst. Ein Lambda mit einem kleinen Strich. Ein Lambda mit einem kleinen Strich. Ein großes A mit einem großen T drinne. Als, das H mit dem Schreibschrift S. Jawohl. Und ich würde sagen, ein Oktopus, der nicht Okto ist, sondern nur 3 Beine hat und eine Lanze hält. Fang an mit dem A, danach das Lambda, danach der Oktopus und danach das H. Richtig, vielen Dank. So, Kabel. Es sind nur 3. Blau, Blau, Weiß und Schwarz. Blau, Weiß, Schwarz. Den zweiten. Richtig, entschärft. Und ganz entschärft. Ganz entschärft. Okay, du bist nicht gestorben. Kätzchen sind nicht gestorben. Sehr gut. Wir haben die erste Bombe gegen die Kätzchenfabrik. Kätzchenfabrik? Wow. Naja, also das Katz-Ding. 43 Sekunden ist kein Rekord, aber wir haben uns gut geschlagen in der ersten Runde. Und jetzt bin ich am Überlegen, ich glaube, meine Damen und Herren, ich steige um auf das Keypad, weil meine Maus spinnt. Macht aber nichts. Okay. Aber wir haben eine gute erste Bombe gemacht. Die hieß Double Your Money und die war ganz hilfreich. So, dann hätten wir rein. Wir kriegen Geld. Wir kriegen kein Geld.
Achso. Kriegen wir Kätzchen? Wir kriegen auch keine Kätzchen leider. Aber vielleicht, ich rede mal mit denen. So, wir probieren mal, das Gamepad dazu zu schalten. Geht nicht, da starten wir einfach das Spiel neu. Das sollte nicht. Nur habe ich kein Geld gekriegt, ich habe auch noch meine Kugelschreiberkappe verloren. Oh. Naja. Die arme Kugelschreiberkappe. Kann nicht alles haben. Nein, wenn es um Kätzchen geht, dann hat man das ehrenamtlich zu tun, Andi. Aber meine Kugelschreiberkappe. Ah, okay. Ich aber weiß gar nicht, Xamron, ob ich dir schon Hallo gesagt habe. Hallo. So, dann lass uns einfach noch eine machen. Das lief doch schon mal ganz gut. Dann steigern wir uns ein bisschen und kommen ein bisschen rein und dann gehen wir die harten Sachen an. Gerne. Okay, die nächste heißt One Step Up mit der Beschreibung: For those who have made it this far and want something tougher, but not too tough. 4 Module, also genau richtig für uns. 3 Strikes, 5 Minuten. Und die beste Zeit, die wir hatten, und jetzt haltet euch fest, war mit einer Sekunde übrig. Wow. Also ein neuer... Ich meine, entweder sind wir besser oder sterben. Oder wir sind genau... Wir gucken mal. Ich hab die gewisse Befürchtung, dass die Bombe mich mit Röstaromen versorgen wird. Dann werde ich ganz deliziös sein. Was? Noch deliziöser, sagen wir es mal so. Ja. Selber, das Spiel Paladins kenne ich nicht. Ich kann ja mal gucken. Ich schaue es mir mal an. So, wir haben ganz, wir haben vier gesagt. Wir haben einmal Senso, ja. Wir haben einmal den Button und wir haben einmal das Drähte und wir haben einmal was mit. Oh, wir müssen es verteilen. Paco macht Senso. Was ist Senso? Simon Says. Alles klar. Roxy macht den Button. Mhm. Tom macht die. Die Textfelder. Das sind 6 Textbuttons und ein großes Textdisplayfeld. Okay. Wir fangen an mit den Kabeln, weil wir ja, da schon. Gib mir einfach, während du mit den anderen redest, kannst du mir einfach schnell die Farben von den Drähten sagen und dann gucke ich nach, solange Ich fange mit dir an. Wir haben 6 Drähte, davon 3 weiß. Sag sie mal von oben nach unten einfach runter. Weiß, blau, rot, gelb, weiß, weiß. Weiß, blau, rot, gelb, weiß, weiß. Genau. Okay. Xamron, kannst du mir gerne schicken? Ich schicke dir nachher eine Nachricht. Schau ich mir an. Also ich schaue mir erst das Game an, aber dann, ja. Also weiß, blau, rot, gelb, weiß, weiß. Und in der Zwischenzeit kann ich Paco schon mal sagen, die erste Farbe, die blinkt, ist gelb. Die erste Farbe, die blinkt, ist gelb. Genau. Brauchst du die Serie nochmal nach? Schon mal. Die Seriennummer ist ANR266. Der Button ist übrigens rot und drauf steht Hold. Drauf steht was? Hold. Ah. Hold, okay. Ah, okay. Ich muss mal aufs Klo. Soll ich dir jetzt schon sagen? Kannst du machen, wenn Andi noch Zeit braucht. Nee, alles gut, alles gut. Also kannst du schon sagen? Also ich kann schon sagen. Ja, ja. Sag, mach. Press and immediately release the button. Richtig, entschärft. Andi, wollen wir. Ja, schneid den gelben durch. Richtig. Ich sag schon mal, Tom, auf meinem Display steht Hold On. Okay. Und die Buttons heißen Done, What mit einem Fragezeichen, Your, Y-O-U-R, also ausgeschrieben, Next, Aha und U. So, Paco, lass uns mal anfangen. Gelb ist die erste Farbe. Drück Grün. Moment, ich muss warten, bis der Cycle durchkommt. Richtig. Gelb. Was sagt er dir jetzt? Gelb-grün. Gelb-grün, dann drück doch bitte grün-gelb. Richtig, jetzt sagt er gelb-grün-grün, das heißt grün-gelb-gelb und ist entschärft. Wunderbar. Sehr schön. Dann haben wir noch das andere Feld. Tom, wie sieht's aus? Hold unten on. Unten rechts steht was? U, also das Buchstabe U. Ah, okay, dann ist da irgendwo Aha? Ja, ist auch. Dann drück mal Aha. Ja, richtig. Okay, dann habe ich's verstanden. Nächstes Feld ist, da steht Red, R-E-D. Ja. So, und da führen sie einen aufs Glatteis, weil sie dann nämlich anfangen mit Abkürzung. U-R, U-R. Ist der erste Button? Was steht in der rechten Reihe in der mittleren Position? A, A. U-H, U-H. U-H, U-H. Okay, ist ein U-R irgendwo? Ja. Drücke mal bitte dieses. Richtig. So, nächster. There.
Da, also there. Also mit Apostroph. Genau. Okay, unten links, was steht da? Wait. Wait, 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 wait. Wait, wait, wait. Ah, W-A-I-T, also warte. Ne? Ja. Dann steht da irgendwo, also U-H-H-H. Ja, ja. Drück mal bitte dieses. Das ist richtig, wir haben es geschafft, einen neuen Rekord. Wir haben uns um 1 Minute und 2 Sekunden verbessert. Ein Traum. Wir sind ein fantastisches Team. Das ist doch mal schön. Und hallo an Andi und Holzkopf im Chat. Ja, hallo alle Chat. Ja, ich hab deinen Teil überhaupt nicht verstanden. Ich musste halt schauen, ob ich es richtig verstanden hatte. In dem Moment, wo es nicht explodierte, dachte ich, das sieht schon gar nicht mal schlecht aus. Okay. Kurze Frage an euch, Herzchen. Mögt ihr alle eure Module gerne? Wollt ihr mal tauschen? Ich mag es gerne, ich würde aber auch gerne mal tauschen. Sowohl als auch. Okay. Sowohl als auch. Verstehe, dann mixen wir das einfach mal beim nächsten, was? Das sind 3 Module, das wollen wir nicht. Oh, wir sind schon beim... Ist das so? Wir sind schon beim Moderate. Hui. Oh. Hidden... Oh, es kann sein, dass wir ab und zu da sind. Wir müssen uns ein wenig durchspielen durch die... Da, One Giant Leap. Das ist doch gut. 60% of the time, this bomb explodes every time. Bisher sind wir an dieser Bombe immer gescheitert. Von daher werde ich da wahrscheinlich nochmal gucken, was für Module wir kriegen. Wahrscheinlich neue. War das ein Anchorman-Zitat? Ich glaube schon, oder? Da fragst du mich was. Ich müsste immer wieder gucken. Variationen von diesem Joke gibt es ja schon eine ganze Weile. Ja, mein Beef heute hatte ich übrigens mit diesem einen Witz, der meiner Meinung nach völlig ausgelöscht ist, ist dieser You had one job. Der langweilt mich inzwischen so tierisch. Weil meistens ist es außerdem falsch, weil die Leute haben ungefähr 3 Millionen Jobs und dann, oder 3 Millionen Aufgaben und das ist eine davon. Und ich bin ein schrecklicher Mensch, der keinen Spaß versteht. So, dann wollen wir mal schauen. Denkst sofort wieder an Arbeitgeberungerechtigkeit. Das geht den meisten ja so. So, wir sind in der Bombe. Ich habe einen Button, wer möchte den machen? Ich mach. Andi, der ist rot und da drauf steht Hold. Okay. Dann haben wir, ein neues Display. Das ist ein Digital-Display mit 5 Buchstaben und da drauf steht WYYHR. Wer möchte das machen? WYYHR, das sind also ein Display mit 5 Buchstaben. Genau, und da sind so Pfeile drüber und drunter und ein Submit-Button. Da packt sich da schon rein, nächstes darf der das machen. Tom bleibt bei dem Keypad mit den Namen. Ich sag schon mal die erste. Da bin ich auch schon Meister drin. Beim ersten steht LED drauf. LED? Genau. Okay. Und der Buttontext ist No Right, Ready, Left, Press und Blank. Und jetzt war noch irgendjemand übrig, der noch nichts hat. Ich. Oh, Roxy, das ist, ich gebe zu, das ist ein Kniff. Okay, das ist was, wo sich Drähte so gegenüber sind, so ein Feld mit 2 Pfeilen, einer nach oben, einer nach unten und dazwischen sind so 3 Drähte, die über Kreuz geführt werden. Kannst ja schon mal gucken, ob du es findest. Ich glaube, du kannst schon mal Yes drücken bei mir. Yes gibt's nicht. Mist. Kannst du mir zwischendurch nochmal sagen, was auf dem Button steht und wie viele Batterien du hast? Hold und ich habe... Okay. Eine Batterie. Nee, 3 Batterien, sorry. Kannst du mir nochmal beschreiben, was du vor dir hast für mich? Ich habe einen Kasten, wo ein sehr kleines Feld in der Mitte ist, wo 3 Halterungen für Drähte sind. Und aktuell sind da Drähte, die von links nach rechts gehen über Kreuz. Da stehen Zahlen 1, 2, 3, A, B, C. Ah, okay. Und dazwischen gehen die hin und her. Ich kann dir schon mal die ersten Drähte sagen. Schwarz von 1 nach C. Nee, Quatsch. Ich sag dir lieber noch nichts. Gehen wir zurück zu dem Button, Andi. Falls du nichts zu mitschreiben hast, Roxy, dann hol dir was. Genau. Okay. Ist eine Memory-Aufgabe. Georg, kannst du mir sagen, ob du einen Lit-Indicator irgendwo auf deinem Außenrahmen hast? Was ist ein Lit-Indicator? So 3 Buchstaben. Ganz konkret will ich wissen. FRK. Nein, ich hab CLR. Okay. Und IND. Drücken und loslassen. Richtig. So, dann gehen wir nochmal zurück zu Tom. Ja, linke Seite das mittlere. Was steht da für ein Wort? Linke Seite das mittlere. Gerade ist das Licht ausgegangen hier im Raum. Ich glaube, ready steht da drauf. Ready. Wenn da ready steht, dann...
muss ich schauen, was du dann machen musst. Ja. Ah, das oberste. Ist da irgendwo Yes drauf? Wenn ja, nein. Dann drücke Yes. Nein. Nein, ist nicht. Das Wort oben ist LED. Ja, und auf der linken Seite in der Mitte steht Ready, sagst du. Ja. Dann geh nochmal zu jemand anderem. Ich spiele. Gut, Paco, wie sieht's bei dir aus? Ja, magst du mir nochmal das Wort lesen, was da steht? WYYHR. Magst du beim ersten einmal runtercyceln? S. Nochmal? K. Nochmal? M. Nochmal? G. E? G, wie Gustav. G, weiter? Y. Weiter? W. Jetzt sind wir einfach... Okay, es wiederholt sich. Jetzt beim zweiten nochmal bitte, das gleiche. Y wird zu W. Wird zu W. Nächster ist Z. Z. Nächster ist A. A. Nächster ist U. U. Nächster ist O. O. Nächster ist Y. Y, okay, es wiederholt sich. Dann der dritte bitte. Y wird zu K. K. Wird zu Q. Q, weiter. Wird zu C. C, weiter. Wird zu G. Gustav, ja. Wird zu Theodor. Theodor. Wird wieder zu Y. Okay, nochmal das nächste bitte. H wird zu W. Wird zu ja. Egon. Wird zu Nordpol. Egon. Nordpol. Wird zu Xavier. X, ja. Wird zu I. 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 Wird zu H. Okay, und dann der letzte bitte durch. R wird zu Z. Mhm. Wird zu A. A. Wird zu V. V. Wird zu O. O. Wird zu S. Geh schon mal zu jemand anderem, ich finde das Wort währenddessen raus. Kannst du jetzt zurückkommen? Achso, okay. Nein, nein, mach mal. Ja, kann ich. Sag was. Was sind die Worte, die es da drauf gibt? No, right, ready, left, press, blank. Left. Das Passwort ist water. Danke sehr, wir sind explodiert. Wir waren ein wenig langsam. Mist. Ja. Sorry, Georg. Kein Problem, kein Problem. Das ist eine schwierige, deswegen sind wir dran. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Anweisung beim Passwort richtig verstanden habe, aber anscheinend muss man wirklich sämtliche Buchstaben sich erstmal angucken und dann sämtliche Kombinationen im Prinzip brute forcen, ob die in der Liste sind, oder? Ja, es ist tatsächlich brute force. Nach meiner Erfahrung reicht es aber, wenn du die ersten zwei oder drei Buchstaben weißt. Im Normalfall, ich meine, es kann natürlich auch anders sein, aber... Wir versuchen das einfach nochmal. Mal sehen, was wir jetzt kriegen. Okay. Soll ich dann nochmal das Passwort machen? Erstmal gucken, was wir für Module kriegen. Mal gucken, was wir kriegen. Wir kriegen einen Button. Den kriegt Roxy, der ist gelb und da drauf steht Hold. Kannst schon mal schauen. Okay. Dann haben wir den Oszilloskopen. Andi weiß schon, wie der aussieht. Den machst du. Und... Oh Gott. Oder... Das ist nicht das mit Morsen, ne? Nein. Ist es das Maze? Mach ich sonst. Nein, das Maze ist das auch nicht. Das ist das mit der, wo eine Zahl steht und darunter stehen vier Zahlen. Ah, okay, ja, hab's. Da müsst ihr euch allerdings drauf notieren, dann entsprechend. Mach ich. Paco, bereite dich schon mal vor auf Kabel, die von oben nach unten gehen, mit Sternen Kabel. Und Lichtern. Alles klar. Davon haben wir zwei Module. Okay, Andi, wir fangen an. Die Zahl, die ich habe, ist die 2. Ja. Darunter. Dann, ja? Ja, drücke den Button auf der zweiten Position und sag mir, welcher das ist. 4. 4. Richtig. Was sagt das Display? 1. Dann drücke den Button, wo 4 draufsteht und sag mir, der wievielte das ist. 4. Position. Richtig. Nächste Zahl ist die 1. Nächste Zahl ist die 1. Dann drücke... nochmal den, wo 4 draufsteht und sag mir, der wievielte das ist. 4. Position war richtig. Okay, was sagt das? 2. Drücke den in der ersten Position und sag mir, welcher es ist. 3. Richtig. Letzte Zahl ist die 2. Drücke die 4. Richtig, entschärft. Ich habe Tom ganz vergessen. Wir haben 2 von diesen Kabelmodulen, die Paco gerade probiert kennenzulernen. Wenn du die auch mal schauen magst. Vielleicht könnt ihr ja zusammen ran. Roxy, bist du soweit? Ja. Du musst ihn gedrückt halten. Und dann wird ein blauer Streifen. Blau. Blau.
Wenn dein Countdown eine 4 zeigt, in egal welcher Position. Danke, musst richtig du loslassen. Entschärft. Okay. Jetzt kommen diese. Ich muss den Wecker auf den Tisch ausstellen. Ach, herrlich. So, jetzt kommen diese komischen vertikalen Kabel. Wer von euch fühlt sich. Pacho, fangen wir an? Ja, leg los. Wie viele Kabel haben wir? 4. Alles klar, beschreib mir das erste Kabel. Das erste Kabel ist auf der zweiten Position, ist weiß, kein Licht und kein Stern. Es ist weiß, es hat kein Licht und kein Stern. Ist da eine LED, die angeschaltet ist? Nein. Also nicht über dem Kabel. Alles klar. Oder meinst du am Koffer? Am Koffer selber ist eine, ja. Nein, es geht nur um das Modul. Dann schneid das erste Kabel bitte durch. Okay, ist entschärft sogar schon. Wow. Ach, das war's schon, okay. Möchtest du gleich das... Tom, bist du bereit oder soll Paco einfach ich das... Weiß, ich sag mal, aber ich glaube, ich weiß es noch nicht. Okay, das Licht ist noch aus. Das ich schreibe mir das erste Kabel. Wie viele Kabel haben wir beim zweiten? Wir haben beim zweiten 1, 2, 3, 4, 5 Kabel. 5 Kabel, beschreib mir bitte das erste. Weiß, keine LED, aber einen Stern. Aber es hat einen Stern. Alles klar. Dann schneid es bitte durch. Richtig, und das war's schon. Ah, wow, okay. Sehr gut. Ist das mit den Mengendiagrammen? Ganz genau. Ich finde das so unendlich mind-melting. Ich weiß auch nicht, was gerade so lange passiert überlegen. Ist. Ich habe gerade keine Ahnung, was passiert ist. Ich auch nicht. Ich verstehe das nicht. So derbe souverän, Jakob. Fantastisch. IT-Support, was soll ich sagen? Jakob, alte Wurst, erzähl doch mal, wie das funktioniert. Ja, bitte. Und während sind ich wir schon fertig mit der Bombe? Ja, wir sind durch mit der Bombe. Okay, soll ich erzählen, wie das funktioniert? Mit oder ohne einem anschaulichen... Also okay, die anderen... ihr könnt ja, wer es sehen will, kann sich ja die Anleitung angucken. Das nennt sich On the Subject of Complicated Wires. Und wir haben ein Mengendiagramm mit verschiedenen Buchstaben und verschiedenförmigen Linien, die da Kreise bilden, beziehungsweise Ovale. Und jedes dieser Ovale beschreibt praktisch eine Eigenschaft, die ein Kabel haben kann. Und man muss praktisch Kabel für Kabel muss man durchgehen, in welche Kombination von Mengendiagramm ein Kabel zum Beispiel ist. Jörg sagte mir zum Beispiel, das allererste Kabel, es war weiß und es hatte keine LED und es hatte kein Licht und es hatte keinen Stern. Ja, kein Licht, kein Stern und es war weiß. Das heißt, es war weder rot, noch war es blau, noch hatte es ein Stern, noch war es eine LED. Damit war es in keinem der Mengendiagramme enthalten. Somit fiel es unter die Kategorie C. Ah, und unten haben wir eine Tabelle, da sagt, in welcher Kategorie, je nachdem, wann, wo ein Kabel ist, was für eine Anweisung befolgen wir. Und bei einem C-Kabel, das muss durchgeschnitten werden. Ah, das hätte uns Georg beispielsweise ein Kabel gezeigt, das einen Stern hat, aber ansonsten kein Licht und keine Farben, dann wäre es in den Bereich gefallen mit den kurzen Punkten des Ovals. Und das wäre, okay, das wäre immer noch ein C gewesen, dann hätten wir es auch durchgeschnitten. Aber beispielsweise, ja. Ja, okay, das klingt vernünftig. Und Andi hat auch was, Andi 8P hat auch was beizusteuern. Er sagt, man kann das Passwort auch so machen, indem man die ersten und die letzten Buchstaben anschaut und dann schaut, welche Wörter in Frage kommen und im Zweifelsfall dann noch die, noch eine weitere Position überprüft. Ja, genau. Also vielen Dank für den Tipp, Andi. Nicht alle Positionen, das ist korrekt. Verstehe, das ist gut. Da habe ich wohl einen Tipp von Alan Turing persönlich bekommen. Ja, das probiere ich das nächste Mal aus, danke. Das werden wir probieren rauszufinden und zur Not mit Hormonen gegensteuern. Gnome ist die nächste Bombe. Sollten wir, Georg, ganz kurz, ich möchte beantragen, dass ich das nächste Mal das Mengendiagramm-Rätsel kriege, weil ich das endlich mal machen will. Auch wenn wir verkacken, es tut mir leid für dich. Jetzt, wo Hakob die harte Fußarbeit gemacht hat bei dem Ding. Ne, wie es funktioniert, habe ich schon immer gewusst. Okay. Ich finde es nur unfassbar schwierig. Okay, gut, dann machen wir das. Du würdest doch nur in den Tod reißen. Komm, die nächste Bombe, lass uns die nächste Bombe versuchen. Die heißt Fair Game. Und der Beschreibungstext lautet: No more handholding, remember everything you've learned, because anything can appear on this bomb. Mm. Und wir haben 5 Minuten für 5 Module, das heißt, eins machen wir, also einer muss, ihr wisst schon. Ja. Und dann fangen wir jetzt an. Ich bin gespannt, was sie uns jetzt antun. Ich weiß, dass es später noch Module gibt, wo mich schaudert, wenn ich nur dran denke, wie sie theoretisch funktionieren könnten. So, ja, geht gleich schon los. Andi, es fängt an mit dem Mengendiagramm. Ich kann schon mal sagen, wir haben Buchstaben, dieses Buchstabending. Paco, möchtest du das nochmal versuchen? Die Passwörter? Ja, komm, gib her. Ich gebe dir die erstmal den ersten und den letzten. Beim ersten gibt es die Möglichkeiten U, I, V, R, A,
Z. Z. Und dann sind wir schon durch. Und der letzte ist, da gibt ihr Möglichkeiten T. T. X. X. W. W. B. E? Nein, B. Also Wilhelm Bertha. Und Bertha. Ja. Richard. Richard. Und dann V. Ich glaube, hier sind wir schon fast. Ja, jetzt sind wir durch. Okay. Okay, alles klar. Ich guck, was ich für Fremden finde. Andi, kann losgehen, ne? Ne, verteil doch erstmal noch andere Aufgaben. Okay, wir haben einen Button. Tom kann einen Button machen heute. Okay. Der ist weiß und drauf steht Hold. Und dann haben wir zwei von diesen Oszilloskopen, also das, wo eine Zahl drauf steht und darunter vier Buttons sind. Da kann Roxy schon mal drauf gucken. Auf einem steht 1. Und jetzt würde ich gerne mal gucken, ob einer der anderen schon soweit ist. Die Roxy ist einfach das Subject of Memory. Nicht auszureichen. Machst du mal was? Nicht alle auf einmal. Roxy, die Abteilung heißt Under Subject of Memories. Of Memories, okay. Oder Memory. Tom, warst du soweit? Georg, ich brauche mehr Passwort. Okay, was brauchst du? Gib mir einfach noch eine Zeile. Der dritte, da drin sind C. C. A wie Anton. O wie Oscar. Oscar. G wie George Place. S wie Sahne. B wie Banane. Und dann sind wir zurück bei Cäsar. Okay. So, Button. Das war ein Buchstabe, okay. Button, wie weit sind wir? Ist da ein Lit-Indicator mit dem Label K? Ich weiß nicht, was ein Lit-Indicator K ist. K wie Auto? K ja, wie Auto. Ja, aber er ist nicht an. Aber wenn das da ist, dann halte den Button. Also drück und halte den Button. Blau. Aber blauer Streifen. Release when the counter bei einer 4 in einer Position. Richtig, entschärft. Okay. Dann kannst du dich schon mal auf diese Zahl, nächste Zahl vorbereiten. Ich wäre für die Drähte bereit. Gut, dann machen wir die Drähte. Was darf es sein? Der erste ist sag den ersten. Blau-weiß, schön bayerisch. Mit einem Licht und ohne Stern. Mit Licht ohne Stern. Boah. Georg, hast du mir gerade eine Zeile vorgelesen oder einen Buchstaben und die Kombination, die er geben kann? Die mittleren Buchstaben und alle Kombinationen. Ach so, so war das. Okay, dann muss ich nochmal mein Diagramm. Okay, alles klar, ich melde mich gleich nochmal. Andi, wie sieht's aus? Blau-weiß mit einem LED und ohne Stern? Oh Gott. Kannst du an der Seite von der Bombe gucken, ob ob da so Steckplätze sind? Ein Parallel Port zu Richtung. Ja, wir haben einen Parallel Port. Mit ganzen parallelen Löchern. Ja, haben wir. Hast du? Ja. Dann schneide doch bitte den Draht durch. Okay, das war richtig. Dann sag mir den nächsten. Blau-weiß mit LED und mit Stern. Mit LED. Mit Stern. Selbes Spiel. Du hast den Parallel Cord? Ja. Ja, genau. Dann schneid ihn durch. Okay, nächstes auch blau-weiß. Ist wieder genau der gleiche Draht mit den gleichen Parametern. Also mit Stern, mit LED? Ja. Dann durchschneiden? Okay, rot mit Stern und mit LED. Rot mit Stern mit LED. Die anderen beiden, ihr braucht nicht mehr gucken, wir schaffen das nie. Die anderen drei. Sag mal, irgendwas. Rot. Ach, wie viele Batterien hast du? Eine, zwei. Eine oder zwei? Eine. Nein, Moment. Schneid ihr nicht durch, geh zum nächsten. Rot. Ja. Stern, aber keine LED. Rot, Stern, keine LED. Durchschneiden. Richtig, und den weißen dann auch durchschneiden, der da noch war. Fertig, die haben wir entschärft, aber den Rest schaffen wir nicht mehr. Paco, wie sieht's aus mit dem Passwort? 20 Sekunden. Irgendeine ich bin Idee? Noch nicht weiter. Ich habe hier noch nichts Eindeutiges. Mach's mir klar. Den vierten Buchstaben. Nö, das ist okay, dann gehen wir die Katzen. Okay. Rennen! Ich kann nicht, ich probiere Zahlen. Was ist die schönste Katze? Können wir die auswählen und rennen? Die schönste Katze. Die Katzen aus dem Katzen. Katze. Ja, echt. Die landen eh immer auf den Füßen. Katzen. Katzen gegrillt. Das war's. Macht aber nichts. Das war das erste Mal, dass wir das gemacht haben. Versuchen wir es einfach nochmal. Retri. Ich glaube, ich habe irgendwas falsch verstanden gerade. Weil ich komme nicht auf irgendeine Kombination, die funktioniert. Okay.
Da habe ich vielleicht irgendwas falsch vorgelesen. Wir haben jetzt eh andere Sachen. Wir haben das Morse-Code-Ding. Wir haben den Oszilloskopen wieder. Wir haben das Keypad. Wir haben Simon Says und wir haben nochmal die Drähte mit den Mengen. Tipps auf Morse. Okay, dann Morse machen wir gleich. Andi bereitet sich schon mal auf Drähte vor. Der erste ist ohne Stern. Oder hast du schon offen? Ja, ich hab's da. Okay. Sag mir, du kannst mir einfach die Drähte sagen. Okay, weiß ohne. Blau-weiß ohne LED mit Stern. Rot ohne. Ja, Moment. Mit Stern ohne LED, ja. Rot ohne, ja. Genau, rot-weiß ohne. Rot-weiß ohne, ja. Und zwei weiße ohne. Weiß ohne, okay. Okay, dann haben wir einmal hier Simon Says, wer möchte das machen? Roxy, Tom? Kann ich machen, aber ich habe keine Ahnung, wie es geht, aber ja. Okay, kannst schon mal raussuchen, das nennt sich Simon Says und der grüne Button blinkt. Der grüne Button blinkt. Roxy? Wir machen wir machen das Keypad, da sind vier Buttons drauf. Und da die Symbole da drauf sind dieses umgedrehte E mit dem Tüdelchen drüber. Einem Tüdelchen? Zwei Tüdelchen. Achso, ja. Dann haben wir eine Art plattgedrückte 6, das ist irgendein griechischer Buchstabe. Dann haben wir ein Omega. Und dann haben wir ein leicht angewinkeltes Gleichzeichen, was durchgestrichen ist. Oder eine Art halber Hashtag oder so ein Scheiß. Okay, ist... Ja. Ja, kannst du schon sagen? Also ich hab schon... Das ist die sechste Kolumne, aber ich weiß jetzt nicht, was du davon brauchst. Was muss ich da sagen? Du musst mir sagen, die Reihenfolge, in der ich sie drücken muss. Ah, okay. Dann sag sie mir nochmal, was war nochmal dieses... Umgedrehtes E, plattgedrückte 6, Omega und durchgestrichenes Gleichzeichen. Dann die plattgedrückte 6, dann das umgekehrte E, das das Zeichen. Entschärft, und Omega. Okay, so. Dirk, magst du uns bitte die Seriennummer sagen? Ja, die Seriennummer ist H4SNH8. Alles klar, Thomas hat kein Vokal. Ja, danke, habe ich schon bemerkt. Vielen Dank. Dann darfst du bitte. Das grün blinkt. Grün. Grün blinkt. Ja, dann drückst du einmal grün. Okay. Und jetzt kommt er mit mir mit zweimal grün, das heißt, ich drücke zweimal grün. Jetzt blinkt er mir dreimal grün, das heißt, ich drücke dreimal grün und jetzt kommt noch eine neue dazu. 2, 3. Gelb kommt dazu. Tom? Bei Gelb musst du rot drücken. Richtig, entschärft. Georg, bei den Drähten schneid alle durch. Alle? Wow. YOLO. Einer war falsch. Ups. Welcher? Ich glaube rot oder blau-weiß, habe ich jetzt nicht ganz gesehen. Der Wecker geht los. So, jetzt. Aber insgesamt hast du es entschärft jetzt. Ja, geht nicht anders, habe ich entschärft. So, lass uns Morse machen. Ich bin darin super schlecht. Es gibt nochmal diesen Oszilloskopen. Andi, da kannst du schon mal rangehen. Das ist nicht daran, okay. Das ist eine 3. Okay. Okay, Morse. Morse, ja, sag kurz und lang und Pause. Okay. Kurz, lang. Kurz, lang, kurz, 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 lang, kurz, 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 lang war der letzte, kurz, kurz, lang, jetzt sind wir einmal durch. Ich bin durcheinander, aber ich glaube, das dürfte immer noch reichen. Okay, ich entschlüssel es und mache währenddessen weiter. Okay, sag mir nochmal, was auf dem Display steht. 3. Dann mach den Button in der dritten Position und sag mir, welcher es ist. Eine 2. Wir müssen zumachen. 4. Okay, und dann, was zeigt er an? 4. Dann drücke nochmal den Button in der zweiten Position. Der 3. Das war verkehrt. Der sagt. Ups. Wir fangen von vorne an. 4. 4. Dann drück den Button in der vierten Position. 3 war richtig, aber das wird nicht mehr reichen. Adieu, schöne Welt. Georg, nein, ich brauche 3,505 Megahertz. Danke, aber wir sind getötet worden. Schade, ich hätte das gerne noch ausprobiert. Aber wir waren nah dran. Ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt. Wir waren nah dran. Tatsächlich merken wir relativ wenig von dem, was du machst. Nein, im Sinne von, wir haben einiges an Modulen geschafft. So.
Ja, ja. Andi, was hast du gemacht? Das Oszilloskop, was ist das? Also das nenne ich nur so, weil das so aussieht. Subject of Memory. Ah, okay, fantastisch. Okay, dann weiß ich Bescheid. Okay. So, ich trinke einen Schluck und dann gehen wir nochmal rein. Ich rieche es auch, das riecht leicht verkohlt. Das glaube ich nur bei dir so, bei uns geht's eigentlich noch. Muss ein Altkanzler sein. In unserem verstaubten Büro, wo wir sitzen und Bomb Manuals lesen, da ist es. Da geht's. Okay. Naja, gut. Retri. Machen wir nochmal ein Retri. Was auch immer dieser Retri ist. Wolfgang Retri, der macht Musik, habe ich gehört. Ah, Hashtag Deadjokes. So, wir haben nochmal eine. Oh, jetzt geht's los. Wir haben einmal Simon Says. Komm, mach ich nochmal. Okay, sag ich dir jetzt schon mal. Blinkt noch nicht. Grün. So, dann haben wir die Mengenkabel. Andi, willst du die nochmal? Kann ich nochmal machen, ja. Ich sag's dir schnell durch, dann machen wir weiter. Ja, Moment. Seriennummer? Seriennummer ist X0 Nordpol 750. Okay, Georg, kannst du mir sagen. Ja, erstes Kabel blau-weiß mit. Du musst sagen, also mit, ja, okay. Ja, danach blau-weiß ohne. Mhm. Danach weiß mit LED und ohne Stern. Okay. Danach blau-rot mit LED ohne Stern. Mit LED ohne Stern, ja. Danach weiß ohne LED mit Stern. Während wir das machen, gehe ich mal mit Paco das Morse-Ding machen. Gerne. Gut. Kurz. Kurz, lang. Jetzt sind wir schon einmal durch. Das muss das Wort gewesen sein. Alles klar. Ich melde mich gleich. Gut. Grün leuchtet es, sagst du? Ja. Wenn das eine 0 ist und kein O, dann musst du wieder grün drücken. Richtig. Okay. Grün-rot. Dann ist das zweite, was du drücken musst, blau. Richtig. Grün, rot, rot. Das heißt grün, blau, blau. Blau. Grün, rot, rot, grün. Heißt grün, blau, blau, grün. Entschärft, vielen Dank. Du kannst dich schon mal auf Drähte, die horizontal gehen, einstellen. Ich sag dir eben mal schnell. Es sind 6 Stück. Ja. 3 blaue, ein gelbes, ein weißes und ein schwarzes. Andi, bist du soweit? Kannst du mir sagen, ob du einen Parallel Chord hast? Sobald das Licht wieder angeht. es geht noch nicht wieder an, aber ich sehe keinen. Nein. Okay, kannst du die Seriennummer lesen? Ja. X0. Ich brauche nur den letzten. Eine 0. Eine 0. Oh Gott, 0 ist even, ne? Dann schneid den zweiten Draht mal durch und guck. War richtig, aber ist noch nicht entschärft. Ja. Den dritten durchschneiden. Das war falsch. Was? Ich dachte, weiß ohne muss man immer durchschneiden. Weiß mit ohne was. Sorry. Bringt's denn jetzt überhaupt noch was? Ja, du musst... Ja, den vorletzten durchschneiden. Ja, und den letzten dann wahrscheinlich auch, ne? Und ja, wenn er noch nicht fertig ist, dann jetzt durchschneiden, ja. Richtig, gut. Dann schneide ich noch die Frequenz. Ja, okay. 3, 5, 1, 5. Richtig, entschärft. Letzten Draht. Letzten Draht durchschneiden. Mhm. Richtig, wir haben noch 1 Minute 20 für das mit den Worten. Wer möchte das machen? Passwort? Tom? Das mit den Worten? Ja, hat Roxy so eine Aufgabe? Mit dem Display und den 6 Buttons, wo Text draufsteht. So, Roxy, du kannst mich unterstützen, ja? Aber ja, los. Who's on first? Wort ist you are ausgeschrieben. Seite 9. Und die... das ist das, was steht unten rechts. Hold. So, Roxy, wir schauen jetzt rein in der Reihe, wo hold steht auf der nächsten Seite. Schaut schneller, wir haben nur noch 30 Sekunden. You are? You are heißt das Wort. Da steht auch you are irgendwo drin in den bei den 6. Nein. Hinter you irgendwo? Ja. Der Buchstabe. Verkehrt. Fuck, wir sind tot. Das ist gleich jedenfalls. Ah. In 20 Sekunden. Wir probieren es nochmal. C. Das Wort C. Ich habe ein neues Wort. C. S-E-E.
Was steht unten rechts? U. U. Das ist der Buchstabe. Uha, uha. Uha, uha. Steht da irgendwo UR? Ja. Nein, und wir sind explodiert. Aber es war knapp, schade. Das war das letzte Modul. Ah. Das schaffen wir. AT, das Spiel zählt nicht als Folter, das eher als Verfahren zum Töten. Oder? Roxy, hast du das verstanden, was man machen muss? Nein, nein. Es ist immer so, da steht ein Wort, wir schauen, welches Wort da steht, und dann ist da in der Tabelle immer markiert, dass eins der übrigen 6 Wörter das Wort ist, wo wir dann nachschlagen müssen. Das heißt, wenn da zum Beispiel jetzt, was stand da zuerst? Da stand UR drauf. Das bedeutet, wir müssen unten rechts gucken, welches Wort dort steht. Und ausgehend von dem Wort haben wir dann eine Tabelle, und in der Tabelle müssen wir dann schauen, welche Wörter drin sind, und das erste Wort aus der Tabelle, das von den 6 Wörtern dabei ist, das muss gedrückt werden. Es ist ein bisschen kompliziert, aber nicht so kompliziert wie das mit den Venn-Diagrammen. Also in diesem Fall, welches wäre es denn gewesen? Wenn da, das kommt ganz drauf an, was unten rechts gestanden hätte, ich erinnere mich. Achso, okay. Das ist ein bisschen knifflig. Also die probieren einen aufs Glatteis zu führen, indem sie verschiedene Onomatopoeia nebeneinander stellen. Ja. Das Coole ist nur, wir reden Deutsch miteinander und nicht Englisch, und deswegen können wir unsere Natursprache nicht damit verwechseln. Ein Traum. Wir hier atmen eigentlich. Wir versuchen das einfach. Das wird ganz gut. Also der Punkt ist, ich lese das Wort vor, dann fragt er, an welcher Position steht Folgendes, dann sage ich, was da steht, und dann sagt er mir, welchen Button ich drücken muss. Genau. Das ist der Plan. Versuchen wir es einfach nochmal. Das lief gar nicht schlecht. Ja, und ich wir finde, tasten uns doch ran. Genau. Diesmal war es deutlich knapper als letztes Mal. Letztes Mal war keine Chance und dieses Mal war es einfach ein bisschen Pech. So. Nächste Bombe liegt auf dem Tisch und beginnt zu laufen. Wir haben einen großen blauen Button. Wer möchte den machen? Ich mach den. Roxy, da steht Detonate drauf, er ist blau. Okay. Dann haben wir für Andy ein Venn-Diagramm. Okay. Blau-rot. Wow. Ja, Stift. Ja. Blau-rot mit LED ohne Stern. Mit LED ohne Stern, ja. Rot ohne. Ja. Weiß mit. Ja. Weiß ohne. Ja. Rot mit LED ohne Stern. Mit LED ohne Stern. Ja. Ja. Blau mit LED mit Stern. Okay. Das sind die. Dann haben wir das Morse-Ding. Das machen wir mal. Paco? Ja. Ich bin sofort bei dir. Ja. Leg schon mal los. Darf ich ganz kurz was fragen? Muss beides eintreten? Also, lang, ich hab ja hier kurz, so. Kurz, lang, kurz, lang, kurz, lang. Das war das Wort. Alles klar. So, jetzt kannst du fragen. Okay, genau. Du hast ja gesagt blau und detonate. Ja. Muss beides eintreten? Er ist blau und da steht detonate drauf. Ja, aber wenn dann... Okay, weil ich habe ja hier zweiter Punkt ist, dass wenn du mehr als eine Batterie hast und Detonate draufsteht, musst du ganz kurz drauf drücken. Okay. Aber da steht nichts von Blue. Ich habe 6 Batterien. Wir können es mal ausprobieren. Du meinst drücken und loslassen? Loslassen. Das war richtig, vielen Dank. Achso, okay. Entschärft, dann kannst du schon gleich das... Ups, ich muss kurz den Wecker ausstellen. Ja. So, dann kannst du dich schon mal vorbereiten auf das Keypad. Okay. Ich sag dir mal, was es ist, und du suchst in der Zwischenzeit. Mhm. Flachgedrücktes 6, flachgedrückte 6, Omega, dieses durchgestrichene gleich, und eine Art umgedrehtes, also an der vertikalen Achse gespiegeltes N mit einem kleinen C drüber, was so gekippt ist, und einem Strich. Spezifischer kann ich es nicht. Ich hab's. Möchtest du es mir gleich sagen? Georg. Moment. Ja? Dann probier 3572. 3572. Richtig, vielen Dank. Wow. Okay, ich kann es dir auch sagen. Ja. Umgekehrte 6, gleicher Zeichen. Umgekehrte 6 habe ich nicht. Was? Was hattest du dann als erstes gesagt? Eine plattgedrückte 6.
Ja, ich, das meine ich doch. Das meine ich, meine ich. Okay, sorry. Dann das gleich. 6, das gleich. Ja. Dann das N, dann Omega. Danke sehr. Andi, wie sieht's bei dir aus? Was ist die Seriennummer? Die letzte Ziffer, die letzte Ziffer. 2. Den ersten durchschneiden? Das Blau-Rot. Ja? Ja. Den zweiten durchschneiden? Ja. 6 Batterien hast du gesagt? Ja. Den dritten durchschneiden, den vierten durchschneiden? Ja. Hast du einen Parallel Port? Nein. Dann müsstest du eigentlich schon fertig sein. Nein, ist es nicht. Shit. Ich habe einen roten mit Licht und ohne Stern und einen blauen mit beiden. Ja, okay, ich guck nochmal, sorry. Okay, was haben wir noch? Nee, wir haben noch die das Feld mit den. Mit das eine, was wir zum Schluss besprochen hatten letztes Mal. Mit den Wörtern. Okay. Hau raus. Das Wort ist Read. R-E-E-D. R-E-A-D. Lesen. R-E-A-D. Okay, Mitte rechts. Mitte rechts ist what? W-H-A-T. W-H-A-T. Wo ist das? Mit Fragezeichen am Ende? Nein. Oh Mann, wo ist das? Ich finde es nicht. Oben das okay. Sechste ja. Oder siebte. Ah, da, ja. Was? Okay, gibt es das Wort U-H-H-H? Nein. Gibt es ein Watch selbst? Ja. Das drücken. Richtig. Andi, ja? Er kann den vorletzten auch nochmal durchschneiden. Richtig entschärft. Nächstes okay. Wort ist UR mit einem Apostroph. Klassisch. Wir haben noch 30 Sekunden, wir müssen noch... Mitte rechts. Bitte? Mitte rechts, bitte. Mitte rechts, wait. W-A-I-T. Hast du noch ein neues Modul? Nein. Okay. Gibt es U-H-H-H? Nein. Was? No. N-O. Nein. Nein. Also nichts, wahrscheinlich? Nein. Okay. Gibt's okay? Nein. Yes? Nein. Left. Ja. Und das war ein Tick zu langsam. Aber wir... Nein! Es war das letzte Modul. Es war das letzte... Letzte Modul. Komm, das war... Das haben wir fast geschafft. Wie ist denn unsere Bilanz bis jetzt? Ich sehe das ja nicht. Ich höre ja nur, während es passiert. Wie viele haben wir bestanden und wie viele haben wir verloren? Wir haben 4 von 5 bestanden und beim letzten waren wir zu 50% fertig. Das und insgesamt heute? Das... wir haben bisher 2 oder 3 Bomben entschärft. Und wir sind jetzt bei der schwersten, die wir je gespielt haben. Oha. Das ist okay, dass es uns da raushaut, aber... Absolut. Magst du nächstes Mal beim Textfeld mal versuchen, mir am Anfang alle 6 Wörter aufzuschreiben, kurz zu sagen, dann versuche ich mitzuschreiben und schau mal, ob ich das schaffe in der Zeit. Ja, lass uns das so machen, dass wenn das kommt, dass du dann, dass ich dir alle Worte sage und wir dann zu einem anderen Modul wieder rüber wechseln. Ja, macht das Sinn, dir alle Worte zu sagen? Ja, einmal kurz 6 Wörter vorlesen, dauert ja eine halbe Sekunde. Und wenn es dann, ja okay, das ja, wegen der gleich klingenden Sachen ist natürlich schwierig. Naja, dann kann Tom das Bruteforcen alleine, während Georg etwas anderes macht. Und dann stellt sich doch mal um, oder? Stellt sich das um? Stellen sich die Wörter auf den Knöpfen um? Ja, jedes Mal, wenn man einmal, ja. Die stellen sich um, sobald man einen Button gedrückt hat. Aber den ersten kriege ich dadurch leichter. Genau. Ja, das auf jeden Fall. Und dann tauschen wir es immer durch. Okay. Wenn ihr noch könnt, wir versuchen das nochmal. Ja, weiter. Ja, dann machen wir es. Wir haben es fast geschafft. Wir erfinden uns eine Taktik, wie wir das vernünftig machen können. Okay, die nächste Bombe. Ich sehe jetzt schon wieder Venn-Diagramm. Und genau. Ich sehe jetzt schon wieder Morse-Code. Bin dabei. Und ich sehe schon wieder Wortfeld. Tom, Wortfeld. Das Wort oben ist your, ausgeschrieben Y-O-U-R. Und auf den Buttons steht next. A-H-U-H-U-H. Also A-A. UR mit Buchstaben UR, hold mit nichts weiter dabei, like mit nichts weiter dabei und done mit nichts weiter dabei. Andi, die Drähte sind blau und ich sage immer, das erste ist immer die LED, das zweite ist der Stern. Okay. Blau mit ohne, weiß ohne, weiß ohne, blau mit. Blau ohne, weiß mit ohne. Ja, Tom? Okay. Was war Mitte rechts? Mitte rechts war hold. Ah, okay. Okay. Danke. Okay, dann fangen wir doch mal an mit Morse. Her damit. Kurz, kurz lang,
Lang, kurz, lang. Lang, kurz, kurz, kurz. Kurz, lang, kurz, 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 lang. Lang, kurz, kurz, lang. Jetzt bin ich verwirrt. Ich versuche so weit zu kommen, wie es nur geht. Okay. Das war gerade scheiße. Soll ich noch? Nein, ich mache es einfach. Okay. Du sagtest UR sei da drauf. Also ausgeschrieben YOU, Leerzeichen nee, ARE. Nein, UR, Buchstabe UR. Ah, okay, dann mach erstmal weiter, dann schau ich mal. Okay, Andi, wie weit bist du? Kleinen Moment noch. Dann. Sag mir doch, so lange schon im Auto einen Parallelcord hast. Dann. Dann ist bei mir nicht drauf. Doch, ist drauf, sorry. Drücken. War richtig, das nächste Wort ist. Parallelport sehe ich nicht. Das nächste Wort ist Read. Hat die Buttons Done, YOU, Next, Like, Hold und Your ausgeschrieben. YOUR. Ja, was? Andi? Paro? 3572. Richtig, vielen Dank, entschärft. Das nächste okay, ist Georg. Das... Letzte Ziffer von der Seriennummer? 5. Dann schneide die ersten, den zweiten und den dritten Draht von links nach rechts durch. Richtig, entschärft. Sehr gut. Möchtest du das mit den Nummern machen, Andi? Ja, ne? Ich? Memory? Zwei, also das mit dem Oszilloskop nenne ich den ja immer. Ja, klein Moment. Ich hab das oberste Wort nicht gehört. Dann, read? D-O... Nein. Read, ja, read, lesen. Okay. Paco, okay, wir können. Wir haben nochmal andere Drähte, die ganz normalen sozusagen. Ich bin sofort bei dir. Ja. Ich glaube, ich habe Roxy gerade irgendwie nicht mit drin. Ja. Dann Roxy macht die Drähte. Okay, Roxy. Welche Drähte? Die ersten. Die allerersten. Die von links. Ich sag dir mal, welche ich habe. Schreib mal bitte mit. Rot, weiß, gelb, blau, blau, weiß. Von oben nach unten vermutlich, ne? Genau. Alles klar. Mitte rechts war next, oder was ist in der Mitte rechts? Mitte rechts war like. Ah. Also ich wäre für den Oszilloskopen bereit. Okay, 2. Dann die zweite Position. Das ist eine 3. Georg. Nächste Zahl ist 4. Dann die zweite Position. Das ist eine 3. War richtig? Ja. Ja. Nächste Zahl ist 1. Ja, Paco? Viertes Kabel. Bei mir auch übrigens. Achso, machen wir das gleiche? Ja. Fuck, ich hab eben... Tom, ich habe gerade dir was kaputt gemacht. Wir müssen gleich nochmal sprechen. Ja, Andi, wir sind zurück. Ach shit, was? Dritte Position. Nein, Entschuldigung, der drei sagt. War die dritte Position. Boah, Glück, gut. Die 2? Erste Position. Sagt 3, ist richtig. Letzte ist die 2? 3. Die 3. Richtig, entschärft. Und jetzt sind wir nur noch bei dem Wortdings und habe ich gerade alles resettet. Das schaffen wir nie. Aber es war eine bessere Fassung diesmal. Wir fangen an. Wie lange haben wir denn noch? 5 Sekunden. Na los! Ja, machen wir. Yes! Das Wort heißt yes. Und die Button. Unten links. Zu spät. Ja. War auch geraten, muss ich gestehen. So ist das. Hat aber. War wieder ein guter Versuch. Komm, lasst uns eine noch machen und dann 2 Minuten verschnaufen. Ja, finde ich gut. Noch einen versuchen. Es ist ja auch ganz schön anstrengend. So. Aber Moment, bevor wir anfangen. Zu spät, ich habe gedrückt, aber ich kann nochmal zurück ins Hauptmenü. Okay. Wenn du die Sachen vorliest, magst du erst die linke Spalte und dann die rechte Spalte vorlesen? Oder wie liest du die Sachen vor bei dem... Ich lese eigentlich immer von links nach rechts und dann nächste Zeile. Okay, das muss ich dann nur wissen, dann weiß ich nämlich, dann muss ich nicht mehr nachfragen, was steht Mitte links, so sondern dann weiß ich Bescheid. Ja, klassische Buch. Das heißt, du liest von links nach rechts und dann die nächste Spalte. Genau. Alles klar. Super. Ja, komm, lass uns nochmal versuchen. Alle bereit? Mhm. Jawohl. Oh, ja. 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 So ist das. Der Chat macht sich langsam Sorgen, dass wir nicht mehr genügend Katzen haben übrigens. Doch, wir haben ganz viele Katzen. Wisst ihr nicht, wie viele? Wir haben doch alle 7 Leben, das wird schon. 9? Ja, je nach Sprache. Ach so. Ja, naja, die Deutschen haben schon 2 Leben verloren. Das ist einer pro Weltkrieg. Gut, wir haben Kabel und Dinge. Wir haben Morsecode. Wir haben, Roxy, für dich einen Button.
Mhm. Er ist rot und auf ihm steht Hold. Mhm. Tom, wir haben Wörter für dich. Hau raus. Oberstes Wort im Display ist there. T-H-E-R-E. Die Wörter sind auf dem Keypad sind okay ausgeschrieben. Left, ja. Blank, U-H-H-H-H, oder drei H's nur, no und wait. Andi, wir haben Venn-Diagramm. Okay. Blau, ohne mit, rot, mit, ja. Mit. Oh Gott, warte, ohne mit, rot, mit, ja. Ja, weiß, mit, mhm. Weiß, ohne, mhm. Blau-Weiß mit ohne. Rot, ohne, ja. Rot-Weiß ohne ohne. Okay. Drücke No. No. War falsch. Bei mir sofort drücken und loslassen. Okay. Richtig, vielen Dank. Dann haben wir Morse. Paco. Ja, damit. Das ist etwas, wo ich mich manchmal vertue. Kurz, lang, kurz. Kurz, lang, kurz. Kurz, kurz. Kurz, kurz. Lang, kurz, lang, kurz. Lang, kurz, lang. Lang, kurz, lang. Lang, kurz, kurz, kurz. Lang, kurz, kurz, kurz. Kurz, lang, kurz. Kurz, lang, kurz. Kurz, kurz. Okay, das wiederholt sich. Alles ich bin klar. Dabei. Roxy, wir haben noch die normalen Kabel. Mhm. Die sag ich dir schon mal. Blau, rot, gelb, schwarz, mhm. Schwarz, rot. Alles klar. Tom, wir fangen nochmal von vorne an. Tut mir leid. Kein Problem. Ich muss dir immer erst den ersten Button sagen und dann sagst du mir, welchen ich drücke. Das ist ja das. Also Lead wie Blei, LED, ja, also L-E-A-D. Und die Worte sind von links nach rechts okay ausgeschrieben, nothing, first. Also nothing ausgeschrieben. Bitte? Das Wort nothing. Ja. First, what, no und left. Ich hab eine Zahl. Okay. Ja, sag. Tag kommt zuerst. 3575. 3575. Richtig. Okay, Georg, hast du einen Parallel Chord? Port? Port, ja. Nein. Hast du, was ist diese RDD, die letzte Ziffer der Seriennummer? 5. Dann schneide den vierten Draht durch. Bei mir übrigens auch. Andi, noch irgendeinen? Soweit nicht. Dann musst du nochmal ans Drawing Board, okay, also was verkehrt. Okay, bei mir den vierten auch durchschneiden. Das war richtig, dass es entschärft. Tom, wie sieht's aus? Left. Left, soll ich drücken oder soll ich dir sagen, an welcher Position der ja, steht? Ja, sag mal left. Ganz unten rechts ist der. Ja, nee, drücken. Richtig. Nächstes Wort ist wieder Lead. Und also L-E-A-D wieder? L-E-A-D und jetzt ist gerade das Licht aus. Die Worte, jetzt ist wieder an. Die Worte sind what ausgeschrieben, middle, wie Mitte, ne? Blank ja. Ausgeschrieben, left. Yes und wait. Andi, gibt's bei dir was Neues? Schneid mal den zweiten durch. Richtig, aber es fehlt immer noch einer. Immer noch? Okay, Moment, ich bin dran. Drücke blank. Richtig. Wir haben noch 7 Sekunden. Das Wort ist seed, einfach der Buchstabe C. Nein, ich hab gleich was gedrückt. Ich wollte es versuchen auf den letzten Drücker, aber hey. Auf den letzten Drückerwort wörtlich. Bist du tot? Ja, wir sind leider tot. Achso, oh. Naja, du bist tot. Wir sind ja Baumentschärfer und sind weit. Das stimmt. Ich bin eigentlich. Deswegen habe ich ja gefragt, bist du tot? Ich hab das mit einem kleinen Roboter gemacht. Es sind eigentlich nur die Katzen tot. Oh, okay. Ja. Dann ist ja gut. Es waren auch Katzenroboter. Aber die Katzen haben auch noch ein paar Leben übrig. Ja. Die haben mindestens noch ein paar Leben übrig. Wir haben sie noch nicht alle verbraucht. Ja, oh, wir haben noch ein paar Neuankömmlinge heute im Chat. Mulwak, hallo Merilix, hallo Brissel. Ja, das ist ganz schön anstrengend, ne? Schon ein bisschen. Ist schon ein bisschen aber gestresst. Es macht Spaß. Ja, komm, lass uns 2 Minuten Pause machen. Ich mache dann auch für den Chat 2 Minuten Pause und dann sind wir, lassen wir uns noch
sind wir in, ja, 2 bis 3 Minuten sind wir wieder da. Bis gleich. Okay. Bis gleich, Ted. Bis gleich. Macht's gut.
Das ist Andi. Hallo, da sind wir wieder. Hallo. Wir haben uns noch etwas beraten. Wir haben uns professionalisiert. Wir sind jetzt das professionelle Bomben-Squad. Und wir haben gesagt, wir wollen dieser Bombe zeigen, wer wo die Katze ihre Haare hat. Wenn das irgendwie von, wenn meine Wohnung da ungefähr einen Ausschlag darüber gibt, dann kann ich euch sagen, überall. Die sind überall. Es gab Zeiten, wo meine beiden Katzen, meine zauberhaften Katzen sind, ich liebe meine Katzen über alles. Aber wenn mir so fängt fast jedes Statement eines Katzenbesitzers an. Ich liebe meine Katzen, aber. Ich habe nichts gegen Katzen, aber. Wenn ich mich im Sommer, wenn mein Auto unter Linden gestanden hat und ein bisschen klebrig ist von den ganzen Linden-Dingern, Code, der da runtergeht. Ihr wisst, was das ist. Dieses klebrige Zeug, das ist kein Harz, das ist egal. Also wenn das Auto klebt und man sich ans Auto lehnt und danach das Auto aussieht, als wäre es eine Katze, dann hat man zu viele Katzenhaare in der Wohnung. Das ist der Plan. So, wir machen nochmal die Bombe. Wir sind nämlich nah dran und es wäre doch schade, wenn wir das verkacken. Aber danach machen wir sicherlich noch eine andere Sache, die euch vielleicht Spaß machen wird. Wir starten jetzt. Ja. Mal sehen, ob ihr unsere neuen Strategien ausknobeln könnt. Für alle, die gefiebert, wie heißt das, mitfiebern, ich habe meine Decke übrigens wieder gefunden. Es geht los. Seriennummer 4AX8V8. Batterien. Eine. Und ein serieller Port. Roxy, ein Button. Weiß mit der Aufschrift Press. Mhm. Andy, ein Venn-Diagramm. Kabel. Blau-Rot ohne mit. Rot-Weiß ohne mit. Weiß ohne ohne. Ja. Rot-Weiß mit ohne. Ja. Nochmal. Rot-Weiß mit ohne. Ja. Also nochmal so ein Kabel. Ja. Okay. Blau mit ohne. Okay. Tom. Ja. Wörter. Mm. They are ausgeschrieben. They are. Was ist Mitte links? Mitte links ist ready. Mitte links ist wait, sorry, wait. W-A-I-T? W-A-I-T, genau. Dann kannst du erstmal an Hakob verteilen. Gut, Hakob, wir haben Morse. Leg los. Lang, kurz, kurz, lang. Kurz. Hab ich nicht verstanden. Lang. Kurz, kurz, kurz. Lang, lang, lang. Lang, kurz, kurz, lang. Kurz, 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 kurz. Lang, kurz, kurz. Lang, lang, lang. Lang. Okay, jetzt wiederholt sich. Tom, wie weit sind wir? Sag mal bitte die Wörter, die es gibt. Yes, right, wait, ready, blank und middle. Blank. Blank? Blank. Richtig. Nächstes Wort ist leer. Es gibt kein Wort. Alles klar. Was steht unten links? Middle. Ihr könnt es weitermachen mit den anderen. Gut. Roxy. Ja, Button. Gedrückt halten. Ja. Rot. Welche Farbe? Rot. Dann, wenn du eine 1 siehst, egal in welcher Position, loslassen. Okay, wunderbar. Paco, schau mal zur Vorbereitung. Ja. Das ist das mit den Zahlen, mit den drei, mit dem Oszilloskopen. Ich bin noch beim Morse. Ich hatte vergessen, dass du noch beim Morse bist, sorry. Roxy dann. Wir können die. Ja, okay, ja. Das mit den Zahlen, ich habe eine 3. Andi, Venn-Diagramm. Du hattest einen Serial Port, aber keinen Parallel Port. Genau. Okay, dann das zweite und das dritte und das letzte durchschneiden. Das zweite und das dritte war es, das letzte war verkehrt. Shit. Macht aber nichts, weil die Bombe nach dem zweiten und dem dritten entschärft war. Tom, wie sieht's aus? Gib mir bitte die Wörter durch. Ja, ready, no. Ja, drücken. Richtig. Sehr gut. Nächstes Wort ist you are.
Mit Buchstaben UR. So. Und. Ja? Ja, was ist das erste Wort? Das erste Wort ist blank. B-L-A-N-K. Okay. Mach mal weiter mit einem anderen. Gut, an die Aufgabe zusammen mit Roxy, das ist das Oszilloskop. Die Zahl ist eine 3. Ist es on the subject of memory? Das? Ja. Dann dritte Position. Das ist eine 1, das war richtig. Was sagst du als nächstes? 2. Ich muss gerade die Teilung finden. Sorry. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Kannst du mir Wörter durchgeben? Auch. Dritte Position. 1. Richtig. Ja. Nächste Zahl ist 3. Die Wörter sind blank, yes, okay, ausgeschrieben, left, press, uhahaha. Ich hab den Morsecode, er ist 3535. Richtig. Tom? Ich weiß es noch nicht. Darf ich dritte Position wieder? Okay, dritte Position, das ist eine 1. Okay. Nächste Zahl, müssen wir schnell machen, ist eine 4. Okay. Dritte Position. Ja, dritte Position. Ja. Ja, noch eine Zahl haben wir, das muss ganz schnell gehen. Das ist eine 1. Die 1 drücken. Okay, Wir haben es geschafft! wollt ihr wissen, wie viele Sekunden wir noch auf der Uhr hatten? Ja, bitte. 3,27. War doch gar kein Problem, also. Was sagt der Chat so? Ich hab den Chat nicht vor mir. Sind Sie stolz auf uns? Brissel gratuliert uns. Alle anderen wollen, glaube ich, Katzenblut sehen. Nein, Andi gratuliert. Die haben alle Lust auf gegrillte Katzen, habe ich das Gefühl. Arti gratuliert, Meredix sagt wow, Deiner, Nastor, Aureus sagt, Katzensteak ist aus, so sieht's aus. Esrom ist traurig. Georg, seit wann hast du so viele Fans in China? Ich weiß nicht. ist das nicht auch ein Gerücht? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall 3 Sekunden 27. Ich habe ein Gefühl, als ob dieser Rekord uns noch eine Weile begleiten wird. Also es sind genauso viele Sekunden, wie man für die nächst schwerere Bombe länger brauchen würde. Wahrscheinlich. Nicht ganz. Die nächste Bombe, ihr werdet es nicht glauben, wir haben 5 Module. Lasst sie uns, wir haben ja noch 4 Minuten, bis es 10 ist. Lasst uns nochmal reinstummern. Okay. Die heißt Pick Up the Pace Römisch 2. Oh Gott, wir haben weniger Zeit dafür. Description ist in Shorthand: Reading this only uses time you don't have. Bomb Configuration ist 5 Modules in 2 Minuten 30. Oh. Schauen wir einfach mal rein. Nur mal so aus Spaß. Spaß? Ich starte sie einfach mal. Wir gucken, wir haben hier noch ein ganzes Heim voller Kätzchen. Ja, siehst du, wir müssen noch ein bisschen was für unseren wunderschönen Chat aufbereiten. Das sind vermutlich alles total einfache. Total. Wir haben 2 Buttons. Roxy, ein weißer, da drauf steht Abort. Mhm. Andi, ein weißer, auf dem steht Press. Hakob, wir haben ein Keypad. Umgedrehtes Fragezeichen. Smiley, der die Zunge raussteckt, so ein bisschen, ohne Ohren. Ein flach gedrücktes 6 und ein X mit einem I dazwischen, so römisch. 6X, Fragezeichen, Zunge. 6X, Fragezeichen, Zunge. Kabel haben wir. Die normalen. Weiß, blau, blau, Paco. Weiß, blau, blau. Schneid das zweite durch. Richtig. Dann haben wir ein Labyrinth. Da müsst ihr vielleicht kooperieren. Das Labyrinth ist super hart. Ich habe es jeden Moment vor mir. Gut, ja. Wie sieht's mit den Buttons aus? Sag ja, gedrückt halten. Ja, weiß. Wenn du eine 1 siehst. Richtig, der nächste Button, wo Press draufsteht. Wie viele Batterien haben wir denn? Eine. Hast du einen Indikator, der Car sagt? C-A-R? Nein. Ich habe das Labyrinth vor mir. Ich auch. Okay. Ich habe ein rotes Dreieck auf der Position. Ich mache immer erst Säule, dann Zeile.
Dann sagst du zuerst die weißen Kreise. Ja, bitte. Die grünen Kreise, die sind auf Zeile 1, Position 4. Ja. Und Zeile 4, Position 3. Zeile 1, Position 4. Andi? Zeile 1, Position 4. Gedrückt halten und sagen, welche Farbe. Gelb. Loslassen, wenn eine 5 da ist. Oh, fuck. Wo ist, ja? Wo ist das zweite, der zweite Kreis? Zeile 4. Dritter Platz. Okay, wo ist das Dreieck? Zeile 4, erster Platz. Wo bist du? Zeile 1, zweiter Platz. Alles klar, ich kann dir den Weg geben. Gut, sag mir. Runter, links, runter, runter. Wir haben es geschafft! Wir haben die Momentschaft! What? Und zwar mit 5 Sekunden und 46 Millis übrig. Krass! Ja, das waren alles leichte Rätsel. Alter Schwede. Aber das Labyrinth ist trotzdem hart. Ich mag es nicht, weil es so viel... Ja, ich finde das Labyrinth echt nicht einfach. Viel. Ich fand es eigentlich ganz angenehm. Paco, du bist jetzt der Labyrinth-Master. Das alles klar. Erste Zeile, vierte Position, das ist... Okay. Ich mache immer von links dann, also... Zeilen sage ich ganz klar, damit wir das eindeutig haben. Mhm. Zeile und dann Position von links. Okay. Wow, das wird großartig. Wir werden immer besser. Mhm. Wollen wir Quiplash oder wollt ihr noch eine versuchen? Ich würde fast noch eine machen. Chat dazu. Komm, Chat, was sagt ihr? Sind wir noch? Wollen wir noch eine versuchen? Oder wollt ihr, dass wir für euch Quiplash machen? Das ist keine schlechte Idee. Wollt ihr, dass der Clown für euch tanzt? Lasst es uns wissen. Wollt ihr Scheiße ins Impro-Theater reinrufen? Verbotene Worte, Nippel, Plutonium, Plutonium-Nippel. All diese Worte sind diesmal verboten. Keine Running Gags. Wie ist es, wenn Nipplegate wirklich gut passt? Mal schauen. Der hat gerade den Mund voll gehabt. Dann mach Brustwarzentor oder sowas. Also Deiner sagt, einer geht noch und Brissel ist es Wurst. Er meint, wir sind erwachsen. machen wir einfach noch eine. Die heißt, ich habe euch extra vorher den Namen nicht verraten, die heißt No Room for Error. Wow, okay. One mistake and it's all over. Wipe the sweat off. Wir haben keine Strikes, okay. Kannst du einfach ganz schnell beenden. Wipe the sweat off your palms and try not to let it get to you. Bomb Configuration. 5 Minutes, 5 Modules, 1 Strike. Okay. Ja, das wird super. Samron sagt immer weiter. Der Reiter, der Goldene. Ja. So ist das. Mal gucken, was wir kriegen. Es sind ja 5 Modules, also genug für alle und eins dann mehr. Ja, das letzte machst du dann. Genau, das mache ich dann. So, Roxy, wir haben einen Button. Er ist weiß und da drauf steht Abort. Dann haben wir... Ach, die Seriennummer ist übrigens EB1CZ4. Wir haben 6 Batterien. Genau. Dann haben wir Worte. Tom. Das Wort lautet blank. Das ist ausgeschrieben blank. Ja. Und die Worte sind next, like, hold, done... You ausgeschrieben. You are ausgeschrieben, 2 Worte, kein Apostroph. Okay. Andi, wir haben den Oszilloskopen mit der Zahl 2. Okay. Wir hatten noch nicht, Paco hat noch nicht. Ja. Normale Drähte haben wir zweimal. Das erste Mal ist rot, schwarz, weiß. Rot, schwarz, weiß. Dann schneid das dritte durch. Richtig, dann haben wir noch mehr Drähte. Ich sag's dir mal. Mhm. Rot, weiß, blau, blau, gelb, gelb. Ich wäre für das Memory da. Ja, bitte. Zweite Position. Ist eine 3. War richtig. Nächste Zahl ist eine 4. Zweite Position. Ist eine 1. War richtig. Nächste Zahl ist eine 4. Drücke die 4. Das ist auf der ersten Position. War richtig. Okay. Nächste Zahl ist eine 2. Erste Position. Ist eine 4.
war richtig. Letzte Zahl ist eine 2. Den, der 1 sagt. Das war die dritte Position, das war richtig, der ist entschärft. Tom, wie sieht's aus? Schneid ganz kurz, das vierte Kabel durch. Richtig, Bombe entschärft. Wir haben noch den Button, Abort, was machen wir da? Hast du ein Label, das Car hat, draufsteht? C-A-R? Oder F-R-K? Nein. Weder noch. Dann gedrückt halten. Blau. Wenn du eine 4 siehst, loslassen. Richtig, entschärft. Dann bleiben nur noch die Worte. Next. Okay, es geht gerade das Licht aus. Wir haben ein bisschen Zeit. Okay. Aber wie geht's sonst so? Ja, doch. Ich könnte mir das vorstellen. Was soll ich nochmal drücken? Sag nochmal. Next. Bitte. Next. Next. Richtig drücken. Richtig. Ja, richtig. Das nächste Wort lautet... You are, die beiden Buchstaben einfach nur. U und R. Die Worte in der Reihenfolge. Ready. What, ohne irgendwas. Press. Nothing. Also das Wort nothing. Ja. Wait. Und U-H-H-H. Okay, U-R. Das erste Wort ist ready. Nichts machen. What drücken. Richtig. Das letzte Wort ist your, ein Wort mit Apostroph. Ja, ausgeschrieben, ne? Nothing. Das Wort nothing. Okay, ausgeschrieben. O-K-A-Y. What? Yes. Press. Und first. Sind wir tot? Nein, wir haben noch Zeit. Okay. Das Wort okay? Okay, ja. Richtig, Bombe entschärft. Jungs, was geht denn? Ist der Knoten etwa geplatzt? Wir haben System. Es scheint offenbar zu funktionieren. Ja. Wer hätte gedacht, dass ein System hilft? Wir müssen das aufzeichnen und dann, wenn wir uns irgendwo bewerben, von wegen, ich bin ein Teamplayer, ich kann gut Teams leiten, ich bin synergiefähig, ich bin proaktiv, ich kann Koordination machen, dann haben wir den Videobeweis. Ja, das stimmt. Ja. Das ist auch so. Wollt ihr wissen, wie viel Zeit wir übrig hatten? 2 Minuten. 1 Minute und 1 Sekunde. Wow. Heftig. Ja, das kann man in seinen Lebenslauf schreiben. Das kann man in seinen Lebenslauf schreiben. Kann man machen. So, kann man machen. Wollt ihr wissen, wie die nächste heißt? Einfach nur mal so erstmal gefragt. Als Teaser fürs nächste Mal, na gerne. Das wäre die letzte in der Kategorie Moderate, sagen wir es einfach mal so. Die heißt 8 Minutes. Okay. Okay. Zeit. Nur so aus Neugierde. Bitte? Die Zeit ist 8 Minuten und die Anzahl der Module wäre 8. 8 Module in 8 Minuten. Okay. 8 Modules, 8 Minutes, take your time, relax. Note, never relax when defusing a bomb. ihr könnt es euch aussuchen. Für euch ist es anstrengender als für mich. Und für die Katzen. Sterben ist nicht so schwierig, meinst du? Sterben kann jeder. Ja. Ja, los geht's. Ja. Meinetwegen. Ist ja das Letzte in der Kategorie, also. Stimmt, dann machen wir die Kategorie fertig. Und dann das sind dann 2 Module pro Nase, ne? Ja. Das sind 2 Module pro Nase. Ich habe keine Ahnung, wie wir es aufteilen. Ich gucke mir erstmal an, was wir haben. Der Koffer muss ja randvoll sein mit der Shit. So, ich sehe jetzt schon einen Button, den kriegt Roxy. Mhm. Der Button ist weiß und da drauf steht Detonate. Mhm. Dann haben wir ein Labyrinth, das kriegt Hakob. Jawohl. Und ich sag dir jetzt schon mal die Positionen der Kringel. Jawohl. Erste Zeile, 5. Position. Okay. Vorletzte Zeile, 3. Position. Alles klar. Das Dreieck ist letzte Zeile, 4. Position. Jawohl. Und der weiße Punkt ist vorletzte Zeile, 1. Position. Alles klar. Du gehst runter. Ach, geht schon los. Gut. Ja. Runter. Und dann nach rechts. Und dann nach rechts. Ja. Und dann nach rechts. Fertig, entschärft. Dann kriegst du als nächstes... nichts, weil hier der Wecker losgeht. Dann kriegst du als nächstes... kriegst du nicht Passwort, shit, was machen wir? Wir haben Zeit. Du kriegst normale Drähte, schwarz, gelb, rot.
Schwarz, gelb. Wie viele Batterien haben wir? Wir haben einen Parallelport und eine Batterie. Das letzte Kabel bitte durchschneiden. Okay, dann kriegt irgendjemand von mir... Hatten wir schon Simon Says verteilt? Ach nein, Tom und ich fühlen uns noch unterfordert gerade. Gut, Tom, Simon Says, grün. Was ist die Seriennummer der Bombe? E9NG64. Andi, Venn-Diagramm? Ja, ich bin auf dem Weg dahin. Sag. Rot, nichts, ja? Also rot... Ja, nochmal ja, von ja. vorne. Rot, nein, ja. Warte. Sag den zweiten Draht. Fang mal den zweiten Draht an. Blau, rot, nein, ja. Ja. Blau, nein, nein. Ja. Blau, nein, ja. Ja. Rot, ja, nein. Ja. Rot, ja, ja. Okay. Ja, ja. Roxy, wie sieht's aus mit dem Button? Gedrückt halten. Weiß. Wenn du eine 1 siehst. Oh, shit. Ist genau in der Situation war ich gerade durch mit dem Counter an der Stelle. 3, 2, 1. So, entschärft. Dann kriegst du von mir die normalen Buttons nochmal. Mhm. Das ist ein O mit einem kleinen Strich dran, so fast wie ein Q. Dann das kleine Alien mit dem Stab. Du weißt schon, der Octopus-Alien. Dann ein umgedrehtes, ein vertikal gespiegeltes C mit einem Punkt drin. Und ein umgedrehtes N, was an seinen beiden Enden so leicht geschwiffen ist. Es könnte auch ein Z sein, was auf dem Kopf steht oder sowas. So, was haben wir eigentlich noch offen? Paco noch, ne? Ja, gib her. Paco, wir machen Buchstaben, dieses Passwort. Alles klar, ich bin sofort bei dir. Ich nenne... Simon... Ja, Simon Says ist... Simon Says, sagtest du, es leuchtet grün? Ja. Dann drück für gelb. Richtig, nächste Kombination ist grün-rot. Ich gebe erstmal Harkop die Position. Ja, gib mir die ersten zwei Spalten sozusagen. Okay, die erste Spalte ist Richard. Richard. Q. Q. Paula. Paula. Ida. I. Theodor. Theodor. Emil. Emil. Und dann Richard wieder von vorne, genau. Nächste ist Nordpol. Nordpol. Gustav. Gustav. Hans. Hans. Wilhelm. Wilhelm. UFO. UFO. Otto. Otto. Nordpol. Okay, ich melde mich. Venn-Diagramm ist durch. Okay, bitte nennen Sie mir das. Die ersten drei durchschneiden und den letzten. Die ersten drei waren richtig, der letzte war verkehrt. Ah. Fehlt noch was? Nein, ist entschärft. Okay. Kannst Tom, du mir nochmal die beiden. Ach, okay. Die beiden ersten nochmal beschreiben? Das ein O mit einem kleinen Knupsi unten. Okay, und das. Das andere ist eine Art Dreieck, was auf drei Beinen steht. Okay, alles klar. Okay. Dann weiß ich Bescheid. Dann das O zuerst. Ja. Das N, das umgedrehte N. Ja. Dann das Dreieck. Ja. Und dann das C. Richtig. Simon Says. Ich brauche einen dritten Buchstaben. Oh, okay. Okay, dritter Buchstabe. Die Reihe ist Friedrich. Ja. Hans. Ja. Quicktime. Quicktime. Banane. Banane. Intim. Intim. Und Gargamel. Gargamel. Und Führer. Ja, da war und dann schon. Noch ein H. Du weißt das Wort? Nein, und ich brauche noch ein... Alles klar. Gib mir das allerletzte. Gib mir das allerletzte. Das brauchst du auch noch, okay. Anton. Anton. Friedrich. Friedrich. Bertha. Bertha. Wilhelm. Wilhelm. Janus. J. Und Carla. Carla. Und dann noch A wie Anton nochmal. Ja, das haben wir durch. Was ist mit Simon Says? Da sind wir bei grün-rot. Gelb-blau. Okay. Grün, rot, gelb. Dann ist es. Das Passwort ist Think. Hast du gerade noch Module, die nicht verteilt sind? Ich muss das erstmal machen. Passwort war korrekt.
Modul nicht verteilt. Ja, habe ich noch, aber es ist ein schweres, da müssen wir uns gleich ranlangen. Wie geht's mit Simon Says weiter? Ja, aber sag doch schon mal welches. Das ist das mit diesen Drähten, die über Kreuz gehen. Okay. Gelb, blau, grün. Okay, letzte ist rot, gelb, sorry, nochmal. Grün, rot, gelb, blau. Dann drückst. Dann muss es ja gelb, blau, grün, rot sein, ne? Perfekt. Okay, es kommt noch eins. Grün, rot, gelb, blau, grün. Das heißt, gelb, blau, rot. Moment. Nein. Gelb, blau, grün, rot, gelb. Richtig, entschärft. So, Anne. So, wir fangen links an, wo die Drähte rauskommen, ja? Gut. Eins geht zu B und ist blau. Wir haben noch 50 Sekunden oder so. Erste. Er geht zu B? Ja. Dann durchschneiden. Nächster. 3 zu C, rot. Durchschneiden. Okay, dann nächstes Feld. Genau. Du musst gar nicht sagen, aus welcher Zahl der rauskommt. Sag mir nur, wo der erste Draht, der rauskommt, welche Farbe der hat und wo er hingeht. Schwarz zu B. Durchschneiden. Schwarz zu A. Durchschneiden. Rot zu B. Nicht durchschneiden, nächstes. War verkehrt, schneide ich durch. Ach. So, nächste. Rot zu A. Rot zu A, nicht durchschneiden. Blau zu A. Blau zu A, nicht durchschneiden. Falsch. Oh shit, der zählt das insgesamt. Okay, Entschuldigung. Ich dachte pro Panel ist es wichtig. Okay. Wir sind explodiert. Ah, sorry. Wire occurrences are cumulative over all panels within the module. Oh wow. Wo steht das? Das steht im letzten Bullet Point bei der Anleitung. Da war ich dann schon so fixiert darauf, das rauszufinden, dass ich es nicht mehr gelesen habe. Ha. Macht ja nichts. Noch eine? Warum nicht? Ja. Es macht einfach Spaß. Kommen wir mal. Ich hasse euch alle. Wir schaffen es. Das wird großartig. So, ich sehe jetzt schon, da sind tolle Module drauf. Och, das wird großartig. Roxy, Georg, wir haben einen Button. Verteil 4 Module, bitte. Ja, mache ich. Roxy, ein Button. Mhm. Weiß, abort. Okay. Übrigens, bitte mitschreiben, die Seriennummer endet auf 1. Wir haben 3 Parallelports und einen seriellen Port. Und 3 Batterien. Jakob, ja. Wir haben wieder mal ein Passwort. Ich sag dir die erste. Welche Zeilen möchtest du haben? Gib mir die allererste und die allerletzte. Okay, die erste ist Otto. Bertha. Richard. Anton. Max. Quicktime. Und dann sind wir wieder bei Otto. Dann die letzte, bitte. Die letzte ist Zion. Was? Z. Zebra. Z. Quark. Q. Ja. Bertha. Y. Anna. Richard. Und dann geht's wieder von vorne los. Alter. Wen haben wir noch nicht? Tom? Tom. Du kriegst Worte. Wir haben es wieder geschafft. Ha, Worte. Das Wort ist there. T-H-E-I-R. Okay. Und die Worte da drauf sind first, right, ready, middle, uhahaha und no. Wer hat noch nicht? Ich hab noch nichts. Du kriegst die ganz normalen Drähte. Jawohl. Schwarz, weiß, weiß, rot, rot, gelb. Gut. Dann hast du ein Label, das wo K draufsteht, also C-A-R? Nein. Hast du eins mit F-R-K? Nein, ich habe keine Labels in dieser Art. Alles klar, dann gedrückt halten. Weiß. Dann, wenn du eine 1 siehst. Ja, das hatten wir letztes Mal auch, dass das eine 1 war und wir gerade durchmarschiert sind. Macht aber nichts, wir haben ein bisschen Zeit. Ich brauche den zweiten Buchstaben.
Wunderbar, du brauchst den zweiten. Alles klar, dann gebe ich dir den. Das ist Carla. Carla. Friedrich. Friedrich, das ist After. Das ist After? Okay. Das Passwort ist After. Danach oder je nachdem das Hinterteil? Wir finden es raus. Am Hinterteil. Richtig. Wecker ready. Wecker geht los. Ready. Ready ist richtig. Das nächste Wort, das gebe ich dir jetzt schon mal durch, das ist You ausgeschrieben, Y-O-U. Ja. Die Worte sind Right, U-H-H-H, Middle, Yes, Left und Press. Okay. Andi? Ja, schneid den vierten Draht durch, der erste rote quasi. Vier. Richtig, ist entschärft. Genau, danke, Roxy, und mir eine Aufgabe. Jeweils eine. Gut, dann haben wir für Roxy das Keypad. Mhm. Flachgedrückt ist 6. Mhm. Das AE, das dänische, also das zusammengerückte AE. Ein Omega und das durchgestrichene gleich. Mhm. Und Andi, für dich habe ich den Oszillographen mit einer 1. Kommst du. Wen haben wir jetzt? Mir auch noch eine Aufgabe. Genau. Right. Right? Okay. Richtig. Das nächste Wort ist LED. Ja, also LED. LED, wie die Lampe. Und die Worte sind Your ausgeschrieben, Y-O-U-R. You ausgeschrieben, Y-O-U. Like. You are ausgeschrieben, 2 Worte. Hold. Und der Buchstabe U. Harkop. Wir haben Morse. Morse, ich bin sofort bei dir. Gut. Diktier schon mal. Ich kann, gut. Lang, kurz, lang. Kurz, kurz, kurz. Kurz, lang, kurz, kurz. Kurz, dann fehlt mir eins. Lang, kurz, lang. Kurz, kurz, kurz. Jetzt wiederholt es sich, glaube ich. Alles klar, ich bin da. Keypad? Bist du schon soweit? Ja, 6. Ja. Gleichheitszeichen. Ja. A, E, Omega. Richtig. Drücke U. Ist richtig. Dann haben wir noch eins mit, das mit den Kabeln, das Andi zum Schluss gemacht hat. Das würde ich aber gerne mit Andi machen, glaube ich. Oder ihr könnt euch schon mal reingucken. Okay, dann müssen wir jetzt hin. Guckt euch ja, schon mal. Ja, dann könnt ihr schon mal hinscrollen. Dann genau. Bist du bei dem Oszilloskop? Ja. Drück die erste Position. Das ist eine 4. Das war verkehrt. Wir haben jetzt einen Strike. What the fuck? Oh, entschuldige. Ist es wieder die 1? Oder was steht da jetzt? 3. 3. Sorry. Jetzt dritte Position. Das ist eine 3. Das war richtig. Was sagt er? Die nächste Zahl ist eine 3. Drücke die erste Position. Das war eine 1. Das war richtig. Die nächste Zahl ist eine 1. Drücke die dritte Position. Das ist eine 2, das war verkehrt, jetzt haben wir 2 Strikes. Jesus! Okay. Was sagt er? Eine 2. Fängt er wieder von vorne an? Ja. Ganz von vorne, eine 2. Zweite Position. Das ist eine 4, das war richtig. Nächste Zahl ist eine 4. Drücke die zweite Position. Das ist eine 4, das war richtig. 2. Drücke die 4. Das war die dritte Position, das war richtig. Eine 2. Drück die erste Position. Das ist eine 1, das war richtig. Letzte Position ist eine 1. Drücke die 4. Das war richtig. Ja. Andi, die Zahlen, die Kabel sage ich dir schon mal. Blau auf C, schwarz auf C. Paco? 3, 5, 4, 2. Richtig. Gut. Andi. Blau auf C. Blau auf C nicht durchschneiden, schwarz auf C durchschneiden. Das zweite schwarz auf C auch, da ist noch eins. Ja auch. Richtig, nächstes Panel sind 2 schwarze, einer auf A, einer auf B. Das erste schwarze Pferd. Ja, wir sind explodiert. Oh. Wie viel fehlt uns noch? Das war das letzte und da waren wir halb durch.
Halt durch dann. Naja, wie viele Panels sind es insgesamt? 6? 8. Nee, ich meine, wie viele Stufen von dem wir noch hätten machen müssen. Naja. Das wäre das vorletzte gewesen. Ach krass, okay. Ja, also es war sehr, sehr knapp. Aber haben wir Herausforderungen, das ist schon mal gut. Kinders, das war doch schon mal großartig. Wollt ihr zum Abschluss noch eine kleine Runde Quiplashen, damit wir uns ein bisschen runterfahren? Ja. Wäre ich am Start für, auf jeden Fall. Nein. Ich nehme ein Stück Schokolade und dann können wir das machen. Ah, super. Ja, ich bin auch gleich wieder da. Ich hole mir einen Mini-Berliner. Ein Mini-Berliner? Ja. Ich habe nur Bananen. Ich habe meine Toffifee neben mir. Oh, ich bin neidisch. Toffifee. Ja, Toffifee. Hat die Toffifee dir die gebracht? Ich möchte nicht zu sehr ins Detail gehen, warum, aber ich hatte aus einem gewissen... Ach, jetzt habe ich hier einen Fehler gemacht. Wo war ich denn geblieben? Ich möchte nicht zu sehr ins Detail gehen, warum, aber aus einem glücklichen Zufall hatte ich vorhin die Gelegenheit, Baklava zu essen und ich hatte Baklava. Oh, voll lecker. Und ich war sehr happy, weil ich nicht damit gerechnet hatte, Baklava zu essen. So, eine schöne Partie Quiplash. Ich habe keine Ahnung, worum es geht und ich habe es noch nie gespielt. Das macht nichts. Wir spielen das alles schon zusammen. Wir gehen auf die Webseite jackbox.tv und ich setze mich mal ein wenig anders hin. Gute Nacht, AT. Und wart. Macht alle, die jetzt gehen. Ach, das so. Play Game. So, und jetzt müssen wir wieder das ein bisschen mit Trick 17 machen. Und das ist ein Partyspiel, was alle mitspielen können, auch die, die im Chat sind. Aber das müssen wir alle nacheinander machen. Ihr müsst auf die Seite jackbox.tv gehen. Das ist das Wichtige. Mhm. Wenn ihr da drauf seid... Ist das bei euch auch einfach nur weiß? Nein. Und dann einen Raumcode und deinen Namen. Genau. Echt. Nimm einen anderen Browser sonst. Wir müssen das noch ein bisschen abstimmen. Sagt Bescheid, wenn ihr alle was seht in der Richtung. Bescheid. Bei mir ist der Stream komplett schwarz. Das ist richtig. Also, ich meinte mehr die Webseite, Jackbox.tv. Also Jackbox.tv funktioniert bei mir. Nein, mir auch. Muss ich auch den Stream starten? Nein. Also, kannst du, musst du aber nicht. Würde ich dir empfehlen, weil man dann nachher die Ergebnisse sieht. Das ist ganz nett. Okay. Und hier kommt gerade meine Katze vorbei. Hallo Lilly. Und dann hat man eine Tastatur zu viel. Anne, sag Bescheid, sobald du was siehst. Mhm. Ich bin ganz kurz weg und ich sag Bescheid, wenn ich wieder da bin. Mhm. Das dauert keine Minute. Für alle, die das schon mal, die, wir müssen das natürlich koordinieren. Der Bildschirm bleibt für die im Stream nochmal kurz schwarz. Aber euch anderen poste ich mal eben schnell. Ich füge hier noch jemanden dazu. Oh. Geht gar nicht, dann muss ich das anders machen. Ihr habt gerade in dieses komische... Ah ja, danke, perfekt. Habt ihr gerade den Raumcode bekommen in einem unserer üblichen Chatfenster. Ah, sehr schön, bei Andi klappt's. Tom. Wir sind nicht verbunden auf die eine Art und Weise. Kann einer von Skype. Da komme ich gerade nicht ran. Okay. Vielleicht kann einer von den anderen dir kurz den Code durchsagen, nicht unbedingt mündlich. Ich schreibe ihn. Warte. Ja. Fehlt noch Paco. Anscheinend scheint es im Internet Explorer zu gehen. Mhm. Ja, Tom ist da und Paco fehlt auch noch. Ist Paco gerade abwesend? Ja, ne? Ah, hat er irgendwas von einem Mini-Berliner geholt, gesagt. Wenn er dafür jetzt extra... Vielleicht hat ihn in Wirklichkeit ein Mini-Berliner geholt. Ach, schau mal einer an. You received a gift. Keep talking and nobody explodes. Accept gift. You received a gift. One Mini-Berliner. Hm. Eins Mini-Berliner. Wir sind jedenfalls gleich soweit, sobald der Paco wieder da ist. Da muss der noch den Code eingeben.
Merilix, warum nicht mündlich, kann Scott sehr empfehlen. Das ist ja voll gelogen, weil Scott hat es nicht mündlich gemacht, Scott hat ihn auf dem Bildschirm gezeigt. Was nicht besonders clever war von Scott. Aber sowas kann mal passieren. Aber tatsächlich, das ist einer der wenigen Sachen, ich vergöttere Scott über alles. Aber tatsächlich ist das einer der... Ich ändere übrigens mal, dass wir nicht mehr Keep Talking spielen. Wir spielen jetzt stattdessen... Quiplash. In... Tysk. Okay, ich bin wieder da und der Stream ist komplett schwarz bei mir. Ist das normal? Das ist normal, ja. Weil der erst dann nicht mehr schwarz ist, sobald du den Raumcode eingegeben hast, den ich dir gerade auf dem in einem unserer Chats geschickt habe. Bei Google Hangouts oder bei Facebook oder wo? Bei Jackbox.tv, nachdem du deinen Namen und so weiter eingegeben hast. Bei Facebook habe ich dir den geschickt, bei Facebook. Okay, danke, Georg. Ah, Verzeihung. Ist es richtig, dass ich jetzt nur noch... Blau sehe und sit back and relax. Ja, das ist richtig. Okay, alles klar. So, und jetzt können wir den Raumcode für alle zeigen. Ich bin drin. Dafür muss ich erstmal. Es ist wirklich so, ich möchte es nochmal sagen, ich habe leider kein Bild dafür, aber ich habe auf dem Schoß einen Laptop, eine Tastatur und eine Katze. Und ich probiere das alles zu jonglieren. So, Kinders, da ist der Raumcode, wenn ihr mitspielen wollt. Und ich sage, wir machen erstmal eine Runde nur mit uns als Spieler und danach können wir eine machen, wo ihr mitspielen könnt als Mitspieler und nicht nur als Zuschauer, lieber Chat. So, die Regeln ist, das Spiel läuft folgendermaßen. Er erklärt das auch, aber ich erzähle es euch nochmal. Macht euch das Video dazu an. Wir kriegen gleich Fragen oder Vorgaben, auf die wir eine Antwort finden müssen, die besonders lustig ist. Die lustigste wird prämiert. Oh. Und dafür stimmen wir alle ab. Der Raumcode ist PTGR. Auf Jackbox.tv können die Zuschauer mit abstimmen. Wir machen es so, die sind alle Englisch, die kriegt ihr gleich angezeigt. Und ich übersetze sie fürs Publikum dann auf Deutsch nachher. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ihr habt dafür ungefähr 80 Sekunden Zeit, es sind mehrere Fragen. Und los geht's. Sollen wir auf Deutsch oder auf Englisch antworten? Auf Deutsch bitte. Deutsch, ja. Oh Gott. Ihr habt noch so 40, 45 Sekunden übrigens, alles keine Zeit. Wir machen stehen hier keine Katzenbabys auf dem Spiel, oder? Weiß nicht. Also ich kenne die offizielle Lore hinter Quiplash nicht. Ich habe mir mal was ausgedacht. Oh Gott. Ja, manchmal klappt das mit Jackbox in anderen Browsern, manchmal nicht. Hab noch nie ganz verstanden, wie, aber ich denke, es gibt Schlimmeres. Ihr habt noch so 12 Sekunden. Zwei sind noch nicht fertig. Andi, da ist Andi. Und dann haben wir noch Roxy. Roxy, ja. 4 Sekunden, 3 Sekunden. Und... Hä? Nee. Achso, man muss mehrere Fragen beantworten? Ja, alle, die dir gestellt werden. Okay, ein schlechter... Und dann müsst ihr mal ganz kurz innehalten. Ein schlechter Name für eine Sorte von... für eine Marke von von Hot Sauce. Rosetta Lavastein gegen Milky Girls Gone Mild. Wenn ihr mit abstimmen wollt, liebes Publikum, geht ihr auf PTGR... geht ihr auf Jackbox TV und gebt PTGR ein. Wow, ich bin schon ganz schön fertig von diesem Bombending. Ich möchte mir nicht vorstellen, wie es euch geht. Ich merke, dass ich mich furchtbar unkreativ fühle nach dem Bombending. Naja, Georg, du hast, glaube ich, am meisten von uns gelabert und hast dementsprechend schon die müdeste Zunge und das ist kein Joke, der sich auf Hot Sauce bezieht. Rosetta Lavastein gewinnt, das ist übrigens mein Vorschlag. Aha, also ich war ja für die Milky Girls. Ein Zitat von Sokrates, dass niemand sich die Mühe machen würde aufzuschreiben. Ich weiß, dass ich nichts Gelbes trage und ist doch nur ein kleines Schlückchen. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Ist ja eigentlich...
Ach was. Da gibt es doch dieses großartige Gemälde über die Exekution von Sokrates. Von wem ist das noch gleich? Das ist aus der Renaissance. Auf jeden Fall ist jetzt die Zeit doch vorbei für die Abstimmung. Was haben wir? Ist doch nur ein kleines Stückchen, gewinnt. 4 zu 3. Cool. Unerhört. So, nächste ist ein neues Wort für Leute, die zu langsam in der schnellen Spur fahren. In der linken Spur. Schneckchen und Mulchfurcher. Fire Turtle, du hast verpasst eine legendäre Folge von Keep Talking and Nobody Explodes. Wir haben den Mulch gefurcht. Mulchfurcher klingt wie ein Vorschlag von Georg, muss ich sagen. Oh, Samron sagte, wir sind echt gut. Danke. Ja, der Mulchfurcher war tatsächlich von mir. Habe ich aber eher wegen der, weil er so schön klang. Mhm. Deswegen habe ich ihn mit dir identifiziert. Oh, ich bin halt ein Ästhet. Danke, Tom. Also der peinlichste Name für einen Hund. Substitut und Bellol. Sehr schöne Möglichkeiten. Ja, danke, Xamron. Bin ich mal gespannt. Wir haben 15 Leute im Chat. Wow. Und nur 5 haben mit abgestimmt. Jungs, so geht's nicht. Kommt doch mal dazu. Jackbox TV, Raumcode eingeben, alles umsonst, nichts installieren, gar nichts. Gewonnen hat der Substitut, hat die meisten Mitspielerstimmen und die meisten Zuschauerstimmen bekommen. Nice one, Paco. Ihr hasst mich doch alle. Och, nicht so, ne, klappt das. Du kommst schon rein. Ja, also, wenn ein Genie dir 3 Wünsche freilassen würde, dann wären die besten Sachen, nach denen man fragen könnte, Billion Dollars, Eternal Life und das andere habe ich nicht gesehen. 1 Billion Leben hat aber gewonnen, weil Roxy nichts geschrieben hat. Ja, ich habe nicht gemerkt, dass es noch mehr gibt. Oh. Aber die erste Runde ist durch. Es führt 100%. Der Andi führt. Mit 1770 und ich mit 1500. Buh, Roxy, buh, statt da gerade. Ja, ich hab's gesehen. Runde 2 geht los. Ich habe langweilige Antworten gegeben. Ich wollte nicht. Ich wollte Plutonium-Nippel schreiben. Ja, aber die haben wir ja vorher schon ausgeschlossen. Ihr habt noch so 50 Sekunden zum Schreiben. Siehst du? Merylix hat eine gute Idee gehabt, Brissel hat eine bessere gehabt. Da ist auch wieder richtig. Ach, ihr seid alle so clever. Ich hab euch da gar nicht verdient hier. Im Chat. Übrigens, Chat. Wenn Chat ein französisches Wort wäre, dann wäre es Char und dann wären wir wieder bei den Katzen, glaube ich. Kommt hin. So, erste Frage. Die größte Herausforderung des Bürgermeisters von Margaritaville. Schirmchenstreik gegen Pizza im Dreierpack ausverkauft. Wie funktioniert denn ein Schirmchenstreik? Tja, wir werden es nie erfahren. Ich glaube, der Unterschied ist, der eine meint Pizza Margarita und der andere meint den Drink Margarita. Aber der Drink ist das, was da geschrieben steht, oder? Ohne das H? Ich glaube ja. Aber die Pizza hat sich souverän durchgesetzt. Souverän. Respekt, Tom. Damit kann ich leben. Vielen Dank. Niemand achtet auf. Rechtschreibung ist auch überbewertet. Okay, ein lustiger Trick, den man dem Papst spielen kann.
ihn auf seinem Papa-Mobil anrufen oder Hosen runterziehen? Der Joke ist, der trägt gar keine Hose. sehr schön. Das ist nicht schlecht. Das sind beide sehr gute Antworten. Ich bevorzuge den schlechten Wortwitz. Die sind beide sehr, sehr gut. Die sind beide. Ich hab mich ist schon. Ist das mit dem Papamobil dann technisch gesehen ein Dad-Joke? Ich glaube. Technisch gesehen ist aber auch alles von Tom ein Dad-Joke. Technisch gesehen ist auch alles, was sich auf den Papst bezieht, ein Dad-Joke. Ein heiliger Dad-Joke. Ja, siehst du? Nächste. Du brauchst drei Dinge zum Leben: Essen, Trinken und Internet gegen Wi-Fi. Was habe ich irgendwie erwartet. Wobei Internet insgesamt korrekter ist. Ja, vor allem zum Zocken, da willst du kein Wi-Fi haben, da ist schon ein Kabel zu bevorzugen. Ach, ich zocke seit Jahren Wi-Fi. Aber ja, deswegen auch, muss ich jetzt hier Quiplash im Internet Explorer spielen. Das tut mir sehr leid. Sehr leid. Wie heißt das? Edge. Edge heißt das jetzt. Ach so, du hast also 10, das ist ja schön. Das heißt Edge. Edgy Bad. Edge, du nutzt mich trotzdem, das heißt es. Krieg ich, wenn ich Edge über Steam installiere, krieg ich dann eine Edgy Bad? Bestimmt. Weiß nicht. Dann kriegst du 3 Edgy Badge Training Cards. Du kommst auch auf so bestimmten Level hoch bei Steam, bin ich mir ganz sicher. Siehst du, Merilix hat's rausgekriegt. Der echte Grund, warum Dinosaurier ausgestorben sind: Trumposaurus zum Präsidenten gewählt oder keine Ziele im Leben. Die sind beide gut. Merilix hat es aber nachgeschaut. Char. Männliche Katze, Kater. Plural, die Kater. Ich kann mich nicht entscheiden. Das ist schwierig. Das Publikum stimmt für Paco und Paco gewinnt. Mit satten Punkten. Sag mal, Georg, ist in diesem Jackbox-Party-Ding nicht auch so ein Spiel dabei? Oder ist das nochmal ein einzelnes, wo man irgendwie verschiedene Aussagen hat, davon ist eine korrekt und die anderen sind Schwachsinn? Ja, das soll auch großartig sein. Hast du das? Ja, Leute wollten He-Man nicht respektieren und um ihnen das zu beweisen oder so, hat er sein Schwert hochgehalten und gesagt, Frau Lehrerin, ich weiß die Antwort, oder It-Man. Sehr schön. Die Übersetzung war nicht besonders gut, aber ich denke... Die Leute würden He-Man nicht ganz so sehr respektieren, wenn er seine Kräfte dadurch bekäme, dass er sein Schwert hochhält und ruft, Frau Lehrerin, ich weiß die Antwort, oder IT-Man. Ach, sehr schön. Das waren beides sehr gute Optionen. Ich habe das genommen, was ich habe. Ist das normal, dass mir Quiplash nicht den Countdown anzeigt? Ja, das ist normal. Deswegen gebe ich ganz schön fies. Deswegen gebe ich ihn dir ab und zu durch. Ja, ich hatte auch gerade überlegt, welches von beiden ich anklicke und dann... Ich habe tatsächlich erst die Frage verstehen müssen. Ja, eben ich auch. Paco führt. Paco hat sich von der dritten Position vorgeboxt, danach kommt Andi. Runner-up. Jetzt kommt die letzte Runde. Und da kriegen wir alle bei der letzten Runde kriegen wir alle die gleiche Frage. Und ich habe Zeit auch, ne? Oh Gott. Und wir haben die gleiche Zeit. The best way to scare a burglar. 45 Sekunden laufen ab jetzt. Ich hab dir da was einfallen lassen. Und ich bin mir nicht sicher, ob es überhaupt verständlich ist. Da kommt jetzt immer eine Frage nacheinander? Nur noch eine. Wir haben alle die gleiche. Ach, wir haben noch 6 Sekunden. Oh shit. 3, 2, 1, drückt! Nein! Sekunden! Leute, ihr schafft Bomben zu entschärfen, aber endlich zu spät. Okay, fuck. Wir haben nur 2 Fassungen. Ich hatte eine tolle... Ah, fuck. Es tut mir sehr leid. Die sind aber beide sehr geil, auf jeden Fall. Oh
Mann, oh Mann, oh Mann. Also wenn ich da deswegen jetzt den ersten Platz abgeben muss, dann mache ich das gerne, weil das war schon unkompetent von mir. Tom, du musst die Stimmen nicht verteilen. Ah, ich habe eins von dreien verteilt, dann überlegt. Gut, dann gebe ich dir eine und dann sind wir ausgeglichen. So, hä, wie jetzt? Also man du hast drei, darf... du darfst dreimal. Und du hast noch 10 Sekunden zum Abstimmen. Okay. Okay. Semron erzählt hier gerade, wie er dich noch gestalkert hat heute gegen 16 Uhr. Ja, da habe ich was ausprobiert. Da lauerte er schon auf und konnte es kaum erwarten, deine Tastatur zu hören, der Junge. Kevin allein zu Hause hat 44% bekommen und wie immer, immer angezogen sein wie beim Stream hat 56% bekommen und damit gewöhnt. Sehe ich das richtig? Jetzt. Angezogen in Klammern, in Anführungszeichen. Natürlich. Genau, also nichts anhaben. Und das Ergebnis ist, Tom hat sich nach vorne gesetzt, aber ganz knapp. Das Feierteufel wiederum hatte eine Push-Benachrichtigung auf seinem Smartphone. Ich glaube, heißt das, du hast es getauft und es ist nicht wasserfest oder was? Aber erst nachträglich getauft. Komm, wir machen noch mal eine Runde, bevor wir die anderen dazu holen. Jo. Go, Tom. Moment mal, warum kann ich das hier nicht machen? Muss ich jetzt das machen? Manchmal ist das ein bisschen schwierig. Sorry. Ich habe uns disconnected, das heißt, das macht aber nichts. Kleinen Moment. Ihr kriegt den Pause-Screen, beziehungsweise nicht, und wir fangen von vorne an. Und jetzt machen wir so, ich sage euch einfach direkt das Wort und ihr müsst es direkt angeben, die das war der falsche. Du bist ja mutig. Wir probieren das mal. Ihr müsst schnell machen. Seid ihr alle bereit? Ja. Bereit. Roxy? Ja. Hakob? Ja. Okay. Gut, das Wort ist Kies, wie der Rollkies. Was, wie? Kies. Ich wusste, dass das nicht funktioniert. K-I-E-S. Los, Chat! Okay. Komm, ganz ehrlich. Andi, drück auf Start. Drück auf Start. Andi muss starten. Ich hab zuerst Schlüssel. Andi, starte! Was? Drück auf den Startknopf bei dir. Du warst der Erste drin. Sorry, ich musste mich mal durchsetzen durch das. Achso, ich wusste nicht, dass ich da was tun muss, Entschuldigung. Ich war noch nie der Erste. Genau, deswegen. Sorry. Das war ja jetzt Haarscharf. Weil das auch überhaupt nicht irgendwie schwierig ist, irgendwie falsch zu... Kies. Denkt doch einer an die Kies. Alles eindeutig. Kies ist sehr eindeutig. Das ist nicht wie... Nicht, wenn man bilingual ist. Kies wie Rollkies. Was sind Rollkies? Vor allem das Spiel ist auf Englisch, Georg. Wir erwarten, dass wenn dann was Englisches kommt. Es ist unglaublich. Die kleinen Steinchen. Ihr habt 85 Sekunden für diese zwei. Ihr seid ja großartig. Also eine... okay. Ich freue mich, ich glaube, es gibt auch gar keinen Rollkies, es gibt Rollsplit. Stimmt. Ich hab's trotzdem verstanden. Der Stream ist übrigens schwarz, ist das Absicht? Oh, der Stream ist schwarz, das ist nicht Absicht, aber zum Glück haben sie noch nichts verpasst. So, jetzt ist er wieder farbig, sorry. In Farbe. Bild einstellen, jetzt, aber ihr habt noch nichts verpasst, alles noch da. 20 Sekunden habt ihr noch. Ist es nicht erstaunlich, dass Internet Streaming nicht in Schwarz-Weiß angefangen hat? Stimmt. Noch 10 Sekunden, noch 10 Sekunden. Was ist in Schwarz-Weiß? Na, Fernsehen hat ja in Schwarz-Weiß angefangen und Film auch. Lass es dir obwohl sagen. Obwohl es zu der Zeit, als Fernsehen in Schwarz-Weiß angefangen hat, schon Farbfilm gab. Das Internet hat ja aber in textbasiert angefangen, das ist doch viel schlimmer als Schwarz-Weiß. Moxie, hast du es nicht geschafft? Nein, bei einem nicht. Oh. Weil, also ich, das Ding ist, ich kann nicht wirklich schreiben, wenn jemand redet. Okay. Und zweitens, ich wusste nicht, dass es nur eine bestimmte Amount of Buchstaben gibt, die man schreiben darf. Okay.
Es gibt beim Schönheitswettbewerb möchte niemand Miss sehen. Missverständnis und Miss Perfect sind die Auswahlmöglichkeiten. Ich kann mich nicht entscheiden. Immer nach der Regel, die Andi letzte Runde gegeben hat, such den Wortwitz, wähle den Wortwitz. Das klingt so zen, das klingt super. Das war auch eine der Freizeit. Das Wort war ein Pun. Kies. Die Leute kennen Kies nicht mehr. Was ist das für eine Welt? Ich möchte in ihr nicht mehr leben. Die schlimmste Sache, die man sich übers ganze Gesicht schmieren kann. Sorry, Roxy. Ihr habt noch 15 Sekunden zum Abstimmen. Noch 10. Chef, wieso hast du sorry, Roxy gesagt? Guckst du den Stream nebenbei? Ja. Also, ja. So, es gewinnt. Der Rollkies! Hä, was für ein Kies? Was? Ich weiß nicht, wovon du redest. Der ist aber richtig geschrieben. Der gute alte Rollkies. Es gibt mit Sicherheit keinen Rollkies. Es gibt Rollsplit. Ich kenn Rollkragenpullover. Okay, eine umweltfreundlichere Alternative zu Toilettenpapier, Rollkies oder Bildzeitung, aber das wäre ja auch keine. Hat sich ein neuer Plutonium-Nippel gebildet. Es ist einfach so, ja. Naja. Bildzeitung, ich glaube, das kann auch nicht gesund sein. Wenn er die Drucker. Ich finde es sowieso bei Zeitungen. Die Druckerschwärze, das ist, glaube ich, nicht so gesund am Arsch. Das ist so wie sich Toner inhalieren. Boah, das habe ich, wann war das? Am Mittwoch. Also gestern habe ich eine ordentliche Lunge voll von dem Scheiß bekommen. Rollkies ruled! Rollkies! Wir sammeln die Begriffe. Ich lasse die auf T-Shirts drucken. Das wäre nochmal was. Wir machen anstatt diese ganzen Kickstarter- und Patreon-Sachen, machen wir mal eine T-Shirt-Reihe mit den Worten drauf. Die Badewanne voller Nieren hat gewonnen. Ich habe noch nicht mehr die Frage so schnell lesen können. Die Frage, die das Spiel stellt, ist Roxy asleep or dead? Die Frage war irgendwas von wegen, warum man eine Versicherung brauchen könnte. Okay, der Name von Jesus, 13. Apostel, Bill O'Reilly oder Bernie Sanders, Fragezeichen. Habt ihr gehört, was der Papst heute gedroppt hat? Der wer? Der Papst hat heute anscheinend, ich habe nur die Schlagzeile gesehen und halt so ein Clickbait-Teaser, von wegen, der Papst zweifle die Christlichkeit von Donald Trump an, weil jemand, der mehr davon spricht, Mauern zu bauen als Brücken, der eine derartige Geisteseinstellung hat wie er, das wäre nicht der christliche Geist oder irgendwie so ein Scheiß, keine Ahnung. Verstehe, okay. Was den Mann natürlich nicht juckt, weil er nicht katholisch ist, aber immer noch. Ich habe einen sehr interessanten Artikel über Trump gelesen, dass das Geheimnis von Trump ist, dass er einfach keine Scham hat. Ja, dass sich das von Politiker unterscheidet. Fand ich super interessant. So, es führt der Paco relativ deutlich vor dem George, vor dem Andy. Runde 2. Wenn ihr mit abstimmen wollt, stimmt ihr auf der Website Jackbox.tv ab. Die Zeit läuft, ihr habt 88 Sekunden. noch 60 Sekunden. Das ist eine gute Frage. Hattest du gesagt? Ah, 40, ich hatte 6 verstanden. Dann ganz. Deswegen hast du so schnell gemacht. Naja. Da steht denn jetzt nur Klirkblum. Noch 30 Sekunden. Niki, was geht? Niki ist im Chat und sie sagt, Niki. GNTM ist vorbei. Wer hat denn gewonnen, Niki? Interessiert keine Sau. Bei GNTM gewinnt niemand, Jakob.
Der Fernsehsender gewinnt. Die haben alle schon vorher verloren. Alle. Oh. Weil sie ihre Würde verloren haben. War die nicht unantastbar oder sowas? Ich hab das mal gelesen. Die richtige Art, das war ein Märchenbuch. Kann ich die Frage, die richtige Art, einen Alligator von einem Krokodil zu unterscheiden? Ihn höflich fragen oder frag nach seiner bevorzugten Anrede? Okay. Holzkopf, gute Nacht, Holzkopf. Hau rein, Holzkopf. Nacht, Holzkopf. Werd nicht zu hitzköpfig, sonst könntest du Feuer fangen. Reibungshitze, das ist meine bevorzugte Hitze. Ja, die habe ich aber nicht am Kopf. Ah, musst du ausprobieren. Morningwood und sowas. Ach, Gott, Gott. Wenn die in Nähe eines Kopfes kommt, dann ist das hoffentlich der Beste. erfinde einen griffigeren und besser vermarktbaren Namen für die Bibel. DJ, die Jesus Best of Comeback Mixtape gegen Sodom und Gomorrah Sausage Party Extreme. Klingen beide, als wären sie von derselben Person. Noch 7 Sekunden. Rauszufinden, was mir das sagt. Dass Extreme Marketing eigentlich ziemlich austauschbar ist. Das muss ja drauf. Das ist ein Dragon Team. War das nicht so, Paco? Dragon Team? Was? Dragon Team. Dragon Army meinst du? Dragon Army, ja. Ach Gott, Leute, ihr müsstet meine scheiß Grafikkarte sehen, ey. Es ist so vollgepackt mit klischeehaften Gamer-Scheiß. Die erste Sache, die du machen würdest, nachdem du die Lotterie gewinnst. Mit dem Erlös nur Lotterietickets kaufen oder mir ein Streaming-Outfit kaufen? Okay. Das sind die weltbewegenden Fragen. Ja. Man weiß es nicht. Davon kann man sich ja so viele Tickets kaufen, dass man auf jeden Fall wieder gewinnt. Das ist total clever. Das ist ja quasi ein Infinite Money Lifehack. Dazu habe ich auch ein relevantes passendes Bild in den Chat gepostet. Das tatsächlich so bei Fox News ausgestrahlt wurde. Ich glaube, das klicke ich nicht an. Abgesehen davon hat Twitch den Link eh verkrüppelt. Oh, okay, wow. Nach dem Heimlichmanöver. Ja, Copy-Paste funktioniert aber. Nach dem Heimlichmanöver. Die zweitbeste Methode, um jemanden am Ersticken zu hindern. Mit einem Motorrad über die Brust fahren oder offensichtlich Manöver. Oh Mann. Zaubert, nach 8 Sekunden 14 Mal. Der ist nicht mal kreativ, aber der ist super. Der ist großartig. Ah, zauberhaft, Tom. Exzellent. Das tut auch schön. Ein bisschen leid. Oh, guck dir das an. Und der das muss mir bitte überhaupt nicht leid tun. Und der Chat hat komplett gewählt für Roxys Variante mit dem Motorrad, was auch lustig war. Echt jetzt? Ja, der Chat hat den voll nach vorne. So, die nächste Frage. Welchen Celebrity würdest du zuerst essen, wenn du ein Kannibale wärst? Und was wäre dein Side-Dish dafür? Jennifer Lawrence mit Kartoffeln oder Tom Hanks mit Kartoffelgratin? Okay, die Leute stehen auch für Kartoffeln. Ja, weißt und das Gemüse finden die auch gut. Ha! Weißt du, was man hätte abstimmen müssen? Man hätte sagen müssen, Matt Damon mit Kartoffeln. Oh ja. Stimmt. For you. Ja. Egal, wer es... Also oder Red Pitt mit Weißbrot. Und der Chat sagt, Jennifer Lawrence ist viel geil. Ich erkläre nochmal, warum ich Tom Hanks genommen habe. Weil Tom Hanks hat genau das richtige Verhältnis von mager zu fett. Er ist immer irgendwo dazwischen. Jennifer Lawrence hat zu wenig Fett und damit Fleisch richtig lecker schmeckt, muss es einen gewissen Fettanteil haben. Deswegen habe ich Tom Hanks genommen. Ich habe Jennifer Lawrence genommen, weil ich sie einfach nicht mag. Sie muss weg. Danke, Roxy. Absolut zustimmend. Dann möchte ich sie aber auch nicht im Mund haben. Aber dann ist sie weg. Wenn das der einzige Weg aus der Welt ist. Ja, wenn es der einzige Weg wäre, ja, das stimmt. Im Chat stand etwas von Matt Damon, wie ein Matt-Brötchen. Vielen Dank. Ah, das wäre auch. Grizzle to Kenny. Wir sind übrigens dran, wir haben alle die gleiche Frage und wir haben noch 44 Sekunden. Hm.
Diesmal habe ich mich auch an das Zeitlimit gehalten. Mir ist nichts eingefallen, ich habe irgendeinen Unsinn geschrieben. Das ist bei uns, glaube ich, allen so. Ah, Zeit um. Das mache ich schon seit 2 Runden so. Okay, so das mache ich schon mein ganzes Leben so. Ich bin raus, glaube ich. Ich habe aus Versehen. Ja, ich bin raus. Die Antworten, die wir haben. Die Frage ist, eine olympische Sportart, die es nie geschafft hat. Synchron Golf, Synchron Bombenentschärfung, Synchron Schamhaar vertikutieren und Synchron sterben. Offensichtlich Manöver. Das ist immer noch großartig. Jetzt meine ich bin... Ja. Jetzt sind wir, glaube ich... Wisst ihr, warum sich Synchronbombenentschärfung im Zweifelsfall nicht durchsetzt? Oder wenn, dann wirklich durchsetzen würde? Weil die Besten auf jeden Fall weiterkommen. Stimmt. Hm. Ja. Und die Schlechten nicht. Wollen wir mal sehen. Sterben ist nicht sehr populär. Das ist ein Erkenntnis. Auch so eine Sokrates-Weisheit. Ich weiß nicht. Ich meine, die meisten Leute machen das früher oder später. Ja, also irgendwie jeder macht es irgendwie. Dem kann man sich nicht wirklich entziehen. Das ist wahr. Golf ist aber 100% aller aktiven Sportler tun es nicht. Oder haben es noch nie getan. Und gewinnen tut das Bombenentschärfen. Yay! Yay, mit ganz vielen Stimmen, auch vom Publikum. Ja, die haben ja vorhin auch eine Demonstration davon bekommen. Ja, wie man es richtig macht. Wow. Das war alles mein Plan. Wir haben nur deswegen Bomb Diffuser gespielt, damit ich später die Werbung dafür... Das war praktisch die Werbung für später meine Antwort. Ja. Und jetzt hast du auch noch gewonnen, Paco! Paco hat gewonnen. Lange Hand. Gratulation. Aufgebaut. Großartige Sache. Ja, dann lass uns doch noch eine machen mit allen zusammen. Muss ich dann New Players klicken? Ja, klick mal New Players. Dann werden wir alle getrennt. Und jetzt müssen wir schnell handeln. Jetzt müssen wir schnell handeln. Der Code ist RKDK. RKDK. Roxy? Ja, ich bin nicht drin. Du kannst noch. RKDK. Moment. Und jetzt auch gerne die aus dem Chat mitspielen. RKDK. Jetzt kommen die gleich rein. Noch 3 Plätze. Sonst starten wir gleich nochmal. Nee, ist okay. Nee, geh rein. Da bist du drin. Noch 1 Platz ist frei. Andi ist drin. Jetzt können wir anfangen. Andi besteht. Ja, sind alle drin? Ja. Okay. Wir haben drin aus den Zuschauern Brissel, Baha und Andi. Niki ist nicht drin. Nee. Muss auch nicht. Sure. Wir haben ja Brissel, Baha und Andi. Schauen wir mal. Runde 1. You score based on the percentage of players who like your answer. Plus, there are winners bonuses at stake. Go. Ihr habt 90 Sekunden und die im Chat, die das nicht sehen, gleich, ihr habt wahrscheinlich 30 Sekunden weniger. Ah, das ist ganz schön knifflig. Noch 60 Sekunden und für den Chat wahrscheinlich nur noch 30. Noch 40 Sekunden und wahrscheinlich nur noch 20 für den Chat. Wie ihr seht, ich variiere immer die Zeiten, die der Chat noch hat, damit die verwirrt sind. Lieber Chat, jetzt müsst ihr wahrscheinlich gleich drücken, aber die sind eh schon alle durch. Jetzt seid nur noch ihr, die ihr mich in Echtzeit hört. Noch 20, 25 Sekunden. Roxy, Tom, Paco.
20. Tom. Noch 10. 9. 8. Semron, welches Spiel musst du dir kaufen? Tom. Okay, here we go. Hat's noch geschafft, super. Okay, das war knapp. Ein Magazin, das niemals ein Nacktbild in der Mitte haben sollte. Politico oder die besten Umhänge von Batman? Noch 10 Sekunden zum Abstimmen. Bin gespannt. Vor allem, weil ich eins nicht verstehe, das mit dem Batman. Naja, wenn es um die Umhänge geht, dann macht es ja keinen Sinn, wenn er nackig ist, oder? Ich stelle mir halt einen nackten Batman, also Batman in seinem Streaming-Kostüm plus Umhang vor. Warum sollte man einem Pinguin nie den Rücken zudrehen? Erst Wadenbeißer gegen, dann macht es Pinguin und du bist tot. Penguin. Ach, Penguin, okay. Penguin. Jetzt verstehe ich das. Penguin. Ja, das Ausrufezeichen ist ein wenig schmal. Nee, das macht Sinn. Ich hab's nur nicht richtig lesen können, weil ich doof bin. Ich kann nicht lesen. Ich verzeih dir das. Der Penguin hat sich durchgesetzt. Der schießende Pinguin. Wisst ihr noch Yeti-Sport? Ja! Oh Gott, ja! Oh, wo man mit dieser Keule das Ding irgendwie weit schmeißen muss und so Scheiß. Kann man das noch spielen? Gibt's das irgendwie? Ich wette, das gibt's noch. Die beste Art, einen Bärenangriff zu überleben, ist, ihn als Lauch beschimpfen, Bärlauch. Und sich wie ein Bär verkleiden. Yeti-Sports kann man sicher noch irgendwo spielen. Das war aber damals auch schon nicht besonders gut. Aber wir hatten ja nichts. Ja, das war damals für mich sowas wie das Einladende im Internet. So, wow, da kannst du diese Scheiße machen und dein Leben daran verschwenden und jetzt guck, wo ich gelandet bin. Ja. Du machst Tom? Scheiße im Internet und verschwendest dein Leben daran. Tom macht so viele Karlauer, er ist quasi in einer Karlauer-Stellung. Sozusagen. Ja. Den verstehe ich nicht. Lauerstellung. Okay. Oh, 3 Sachen, die MacGyver braucht, um eine Bombe zu machen. Für Streams und 3x ein Drittel einer Bombe. Da hat jemand die Frage verstanden. Ja, das passiert schnell mal. Man ist ja auch unter Zeitdruck. Ich schaffe es ja teilweise nicht mal, die Frage zu verstehen, um sie zu übersetzen. Das ist auch ein Skill, den man erstmal haben muss, Simultanübersetzung. Ja, ich noch lerne ich simultan Morsecode durchzugeben. Hey, und das hat gut funktioniert. Ich muss mich bedanken. Ja, ich weiß derzeit, ein paar Sachen waren kniffelig. Ja, aber ich habe ja interne Fehlerkorrektur in meinem Kopf, weil ich sehe, welche Wörter funktionieren und welche nicht. Nice. Das habe ich halt nicht, das gab's bei mir nicht seinerzeit. Damals. Ja, du bist ja auch kein Cyborg, Tom. Okay, irgendwas, was man nur in einem Walmart machen kann, wenn keiner hinschaut. Wale martern oder Wale fangen? Gleiche Idee. Gleiche Idee, andere Umsetzung. Pinguine sind durchtriebene Sachen, durchtriebene Dinge. Machen die Pinguine, lieber Fire Turtle. Kennt ihr das Video im Zoo, wo eine Zoowärterin einen kleinen Babypinguin am Bauch krault und das macht voll die süßen Geräusche und freut sich tierisch? Ich finde das fantastisch, kippelig. Ja. Das ist ein großartiges Video. Ich dachte, da kommt jetzt irgendwas Fieses. Nee, das doch nicht bei Pinguinen. Dann beißt er ihr die Hand ab. Supermans Spezialkraft, die niemanden anderen erzählt. Super Haargel und über andere böse denken. Das sind auch sehr schöne Ideen. Manchmal kommt da auch was Gutes raus. Ich kann euch sagen, er hat jede davon. Ich denke auch. Aber das Beste für ihn, die besten
Die Geheimeinsätze sind die, die eh schon jeder kennt. Röntgenblick und sowas. Kann er sich unsichtbar machen? Nee, vielleicht kann er schnell genug fliegen, damit man ihn nicht sieht. Ja, aber... Er würde es irgendwie hinkriegen. Super, Harry echt hat sich durchgesetzt. And next is, name a new movie starring a talking goat who is president of the United States. Nenne einen neuen Film, bei dem ein sprechender Ziegenbock den Präsidenten der Vereinigten Staaten spielt. Goatmaster Flash und Roy Keys. Oh. Wow. Oh nein. Da möchte ich mich gar nicht entscheiden. Aber ich möchte dem keinen Vorschub bieten, dass sich dieses Roy Keys zum neuen Plutonium-Nivel hochspielt. Also ein strategischer Vote von mir. Da gibt's zumindest eine, wenn gleich, unglaublich bekloppte Story hinter. Hinter Goatmaster Flash? Nee, hinter Roy Keys. Das stimmt, ja. Cool Flash, weil der Goatmaster Flash von allen gewählt wurde. Okay, erfinde ein albernes britisches Wort für Kaka machen. Eine unabhängige Kolonie gründen? Filibustering. Das ist ja noch besser. Und das andere? Filibustering. Ach. Naja. Wie romantisch, eine unabhängige Kolonie gründen. Das ist sehr schön. Sollte auch ein britischer Term sein, ne? Ja. Das ist dann so, über 12 Ecken macht das irgendwie fast schon wieder Sinn, so wie dieser Cockney Rhyming Slime oder so. Blimey, the colonies are rearing their ugly head. Das war Runde 2. Mal schauen, wer führt. Ach, das war Runde 1. Sorry. Ja, die ging nur gut lange, weil wir 8 Leute sind. Paco führt mit 1900, danach kommt Baha mit 17 irgendwas. Und für die zweite Runde, die jetzt kommt, gibt's doppelte Punktzahlen. 90 Sekunden habt ihr, der Chat wahrscheinlich nur noch 30. Spektakulär schlechte zweite Runde für mich. Hey, ich habe einen Cheerleader im Chat. Yay! Warum kriege ich keinen Cheerleader? Ah ja, ich bin neu. Okay. Oh, willst du einen Keks? Ja, aber ja, wenn ich trotzdem Heimvorteil irgendwie mit einer gar nicht mehr schlechten Bilanz rauskomme, dann ist alles gut. Oh, guck doch mal wieder auf den Bildschirm. Du stehst zwischen mir und Andi. Oh, voll schön. Auf der Gewinnerseite. Yay. Das hat nur Vorteile. Die Gewinnerseite? Auf welchem Platz bin ich gerade? Roxy, du musst, du hast nur noch ein paar Sekunden. 3, 2, 1. Oh. Let's start this show. Oh. Starting things off. Ist Roxy irgendwie ganz weg oder so? Okay, voting time. Ein schreckliches Thema für ein Hochschul-Prom. Ihr wisst ja, und da haben wir Killerspiele und ihre Folgen und unter dem Mehrwert. Roxy, bist du noch da? Ja, ich bin noch da, sorry. Ich kann mich echt nicht konzentrieren, während Leute reden, deswegen stöpsel ich immer ab. Okay. Kopfhörer absetzen. Ah, sehr gute Idee. Aber ich habe das letzte nicht geschafft. Ja, Killerspiel und ihre Folgen hat sich durchgesetzt. Wisst ihr, warum ich unter dem Meerwert gesagt habe? Weil es ein Pun ist. Ja. Weil unter dem Meer, Beyond the Sea und so. Ja, okay. Also, Back to the Future und sowas. Dachte ich auch. Über was ging es in dem Film Birdman überhaupt?
Achso, die Antworten sind vögelnde Kerle oder sowas oder Wolkies. Diesmal bin ich mir tatsächlich sicher. Ich habe ihn tatsächlich immer noch nicht gesehen. Ich habe es damals nicht geschafft, ich habe es jetzt nicht geschafft. Und ich habe auch noch immer nicht den Martian gesehen. Nee, also ich erinnere mich tatsächlich daran, was da jetzt war. Also Birdman habe ich die erste Hälfte im Flugzeug gesehen und bin dann eingeschlafen. Wenn das auf dem gleichen Flug... Auf dem Flug habe ich keinen einzigen Film gesehen, meine Herren. Und, wir waren nicht auf dem gleichen Flug, Georg. Ja, du warst in der First Class. Ich war in einer anderen Maschine und in der First, das ist richtig. Okay, das Schlimmste, was man beim Bettgeflüster flüstern kann, ich konnte nicht mehr anhalten und ich musste in eine unabhängige Kolonie gründen. Beide sehr schön. Ja, das weiß ich schon. Auf dem Flug habe ich tatsächlich den Monitor nur verwendet, um die Route anzuzeigen und selbst das habe ich kaum gemacht. Ich habe die meiste Zeit damit verbracht, aus den Fenstern zu gucken. So, mal sehen, wer das Rennen gemacht hat. First Class ist so luxuriös, selbst der Anblick aus dem Fenster ist besser. Ich muss mal eine unabhängige Kolonie gründen. Das war tatsächlich nicht schlecht, weil ich ich saß in der Nase und habe aus drei Fenstern rausgucken können. Das war leicht gewölbt. Ich habe quasi nach vorne rausgeschaut. Okay, ein schlechter Campaign-Slogan für einen Kongressabgeordneten. Hier gibt's Kekse oder Make America Great Again. Man weiß es nicht. Die guten alten Kekse. Ja, und bevor jemand fragt, ich habe für den Flug habe ich ganz normalen Economy-Preis bezahlt. Economy. Wie kam es dazu? Ich habe 10 Jahre Meilen gesammelt dafür. Oh wow. Gesehen. Hat es sich gelohnt? Wie ist die First Class? Ja, absolut. Absolut. Okay. Absolut. Also, damit hast du auch gleich einen Meilenstein. Absolut. Ich habe damit einiges abgehakt. Erfinde einen großartigen Titel für den nächsten awkward Teen Sex Movie. Kneif zum Abendbrot gegen Rollkies in der Unterwäsche. Also dich ist der schon irgendwie wieder witzig, aber gegen diese Memes muss man was machen. Ich bin ideologisch zwiegespalten. Es ist so schwierig. Es ist dieser Rollkies, hat sich schon. Ihr seht ja. Das ist mal die Power. Ich bin die Meme-Machine. Ich habe den Rollkies erfunden. Ich muss das jetzt einmal kurz googeln. Okay, das gibt's mit Sicherheit nicht. Ein schrecklicher Name für einen Clown. Mr. Rollkies und Ted Cruz. Oh Gott, Jesus! Trump wäre so offensichtlich gewesen. Gibt's Rollkies? Tom, was sagt der Google? Naja, Rollkies, mit diesem Preis sollten Sie rechnen. Lass uns mal schauen, was es so wert ist. Rollkies hat seinen Namen durch die Sortierung besonders rundlich geformter Kieselsteine. Ach was. Gibt's Rollkies, okay. Und Ted Cruz hat sich. Der Georg ist ja auch ein besonders rundlich geformter Kieselstein. Ich bin quasi auch ein bisschen eine Kartoffel. So wie Tom Hanks mit dem optimalen Schlank zu Nicht-Schlank-Verhältnis oder was das war? Ein großartiger Spitzname für einen parasitischen Wurm, der in deinem Ohr lebt. Oh. Babelolut gegen Ohrkriecher. Ja, Tom Hanks ist, würde ich sagen, wenn du den einigermaßen marinierst und ein bisschen auf den Grill packst. Ich denke, der ist ganz köstlich. Musst du vorher den Dry Rub drauf tun. Möglicherweise hilft er dir auch. Der ist ein solider Typ. Schmeckt besonders gut mit Philadelphia. Babelhulut gewinnt. Sehr schön. Deswegen Leute. Bei Shai-Hulut, ne? Babelhulut. Ja, ganz genau. Eine Mischung aus dem Babelfisch und dem Shai-Hulut. Das kommt aus Dune. Irgendwas. Ich verstehe, obwohl ich nur die Hälfte der Werke gelesen habe, um die. Oh, die Frage rutschte zu schnell durch, weil Roxy nicht schnell genug getippt hat letztes Mal. No.
Und damit ist die zweite Runde durch und wir nähern uns der letzten Runde. Ah, dabei mochte ich meine Antwort so gern. Tut mir leid, Andi. Ja, tut mir leid. Andi hat sich nach vorne gesetzt, Antizipation. Dahinter Paco, dahinter noch irgendjemand. Letzte Runde. Für die letzte Runde habt ihr 90 Sekunden ungefähr Zeit. Also wenn, sobald ihr den Prompt seht auf eurem Monitor, dann habt ihr, also da wo ihr was eingeben könnt, dann habt ihr... Nee, nicht 90, 45, sorry. Erfindet einen Namen für einen Stummfilm-Porno aus den 1920ern. Ich tippe fünf Antworten an, was eine Rollkiste bin. Mir ist nichts eingefallen. Hey, Roxy, was ist verkehrt? Hey, einmal habe ich den geschafft. Hinbekommen. Noch 5 Sekunden oder so. Boom! Oh, noch einer? Noch Glück haben. Nein, hat er nicht geschafft, der. Wer auch immer das war. Okay, wir haben ganz viel. Jetzt wird gewählt. Grollkies, Kolkies. Grollkies? Zwei Ladies in der Kolonie. Da sind echt ein paar Nicer dabei. Ja. Ich hab's eben verpeilt, aber ich würde gerne noch eine Stimme umverteilen auf die Reise zum Mond. Kann ich nicht mehr, aber danke. Ehrenhalber. Die Reise zum Mond. Dann wollen wir mal sehen. Die schlechteste Antwort ist, sollte nicht sein, Grollkies. Ah. Self-fulfilling prophecy. Er sollte nicht sein. So, spiele mit Kolkies. Es wird, der Kies wird abgestraft. Aber die Nippel halten sich besser. Da, die Nippel waren auch abgestraft. Sehr gut. Die Plutonium-Nippel von Casablanca. Dann, Mr. Bigglesworth, Gehstock Appaloosa. Keine Stimme aus dem Publikum. Dann, nehme ich an, Swing That Thing. Eine Stimme aus dem Publikum und drei von den Mitspielern. So, dann die Reise zum Mond an zweiter Stelle. Mit keiner Stimme aus dem Publikum, aber 5 Stimmen aus den Mitspielereien und 2 Ladies, eine Kolonie. Mit 3 Stimmen aus dem Publikum und einer Tonne von Stimmen. Es war großartig, Paco. Groß. Danke. Artig. Ja. Und Paco hat sich durchgesetzt, ganz knapp ist am Andi vorbeigezogen. Nein! Und ist der Gewinner. Ja, das war ja eine ganz schöne krachige Geschichte. Eine letzte Runde. Ich bin noch dabei. Ja, warum nicht? Eine letzte, einfach mit den gleichen Beteiligten, einfach aufs Knöpfchen drücken. Und dann haben wir unsere heute am Mega-Streaming gelegt, 3 Stunden. Wow, hey. Und es hat mega Spaß gemacht. Ja, siehst du. The more, the merrier, ich sag's immer wieder. Oh, this is gonna be fun. And if it's not, it's your fault. Let's do it. So, erste Runde. You'll score points based on the percentage of people who prefer your answer. Have at it. Ihr habt 90 Sekunden. Wenn ihr das hört, wahrscheinlich weniger. Hm.
What the hell? What the hell? Noch 38 Sekunden für die, die es jetzt live hören können und die es zeitversetzt hören. Da sind es nur noch 15. Oder so. Oder 10. Roxy. Ja. Toll, ist halt schon. Andi fehlt, nee. Doch, Andi. Andi. Okay, ich war gerade mega unkreativ, aber was soll's. Andi. Da habe ich 2 gewonnen. Boxen. Boah. Noch 7. Drück einfach. Drack. Okay, it's time for some quiplashing. Ist immer schwierig, es ist immer schwierig. Miller Lightbier würde viel mehr Geld verdienen, wenn sie mit einem Bier um die Ecke kämen, das hieße Miller Light. Wow. Weißbier gegen Bier. Wow. Jungs, da habt ihr aber alles gegeben. Ich frage mich, ob eine der beiden Antworten vielleicht von unserem Bayer hier kommt. Von wem? Von unserem Bayer hier. Ach so. Ah. Tatsächlich, dass da noch sich Splinter gibt. Das ist das Publikum war unentschieden. Ihr könnt übrigens noch mit abstimmen, wenn ihr noch mit dabei seid und nicht eingeschlafen. Wenn ihr auf Jackbox.tv geht und da RKDK eingibt. Eine gute Sache, die man Halloween-Trick-or-Treaters geben kann, wenn man keinen Candy mehr hat. Trockene Nudeln verteilen gegen Rollkies, ja sorry. Ein richtig schönes Geschenk wären tatsächlich Rollkies, Tollkies. Tollkies, ja. Da gibt es ja auch die Tollkies-Kirschen. Nee, das war nicht gut. Gab's da nicht diesen Autoren und Sprachwissenschaftler, J.R.R. Tolkiens? Ja, ja, genau. Ich hab auch daran gedacht, tatsächlich gerade. Oh, das ist so romantisch. Oh. Kneift euch doch mal zum Abendbrot. Wir können gemeinsam eine Kolonie gründen. Ja, oh, ja. genau, das am wenigsten populäre Stück aus dem Victoria's Secrets Katalog. Das war, sag ich nicht. Und die einsame Kolonie. Noch 10 Sekunden zum Abstimmen. Kann man noch nicht abstimmen? Mhm. Oh, einfach okay. Nichts. Zu spät. Okay. Einfach nichts drücken, dann ist das so. Warum sollte Victoria's Secret ein Stück Kaka verkaufen? Aber vielleicht ist das der Witz. Auf jeden Fall scheint sich da jetzt doch ein Konkurrent für den Rollkies gebildet zu haben, mehr oder weniger. Ja, so viel schöner. Okay, ein zorniger Internet-Comment auf einer Tierzoohandlung Webseite. Katzengriller gegen wurde totgeliefert 3/10. Ich kann den Zorn aber spüren. Bei einem. Ja. Ist großartig. Ja. Die Leute, die bei Amazon sagen, zum Artikel kann ich nicht viel sagen, aber er ist nie angekommen, deswegen gibt's Sterne. Die hasse ich, diese Vögel, die möchte ich alle töten. Okay. Ein Titel eines Selbsthilfebuchs für Ratten. So, rattle on, niemals aufgeben und knabber deinen Traum. Oh. Schöne Musi. Immer schön Musi. Wo ist sie denn? Wollen wir mal sehen. Oh, Even Split. Vom Publikum und knabber dein Traum, aber mit einer Stimme mehr aus den Spielerkreisen.
And next is... Nächste. Wie ist Sam Elliott möglicherweise oder mit Sicherheit oder wahrscheinlich sein Nick, sein Bart benennt, der mit der Kolonie tanzt, hat gewonnen, weil Roxy leider es nicht geschafft hat, das letzte einzugeben. Habe ich nicht? Welche Uhrzeit ist es? Nee. Welche Uhrzeit ist es? 8 Stunden und 36 Minuten bis XCOM 2 Episode 15 oder Sternzeit 379? Space, the final frontier. Ach, XCOM spielt im Star Trek-Universum? Keine Ahnung. Nicht wirklich. Ich dachte, Sternzeit wäre eine Star Trek-Referenz. Yeah, Star Trek war doch das mit den Laserschwertern, oder? Ja. Na, no, das mit, wie heißt der nochmal? Wo sie auf dem großen Wurm reiten. Ja, genau. Da ist doch dieser Lord Helmchen, ne? Lord Helms Klamm ist da. Okay. Ja. Der Grund, warum Pluto kein Planet mehr ist. Zu klein und niedlich gegen, man hat dort keine Plutonium-Nippel gefunden. Ich dachte, wir hatten Plutonium-Nippel verboten. Es ist. Aber diesmal ist es Topic auch. Diesmal ist es Plutonium-Nippel. Genau. Oh. Das ist wie bei Rick and Morty, wo sie Plutonium auf Pluto farmen. Und deswegen schrumpft er. Ja, ich hätte mir gern was gewünscht mit einem Hund. Ja, das kann man auch. Because dogs aren't planets. Sehr gut, dann habe ich nicht gedacht, aber... Ich hatte tatsächlich dann noch ein Zeichen dazwischen gemacht, aber es hat nicht geklappt. Ah. Zwischen das K und das nach E. Nach dem O, nach Pluto. Ah, okay. Ja, hier ist der Pluto einfach ein... Wer führt? Baha Zockt führt vor Tom, vor Andy. Runde 2. Punktezahlen werden verdoppelt. Und ihr habt 90 Sekunden. Noch 45 Sekunden. Oh, das sind ganz schön schwere. Das ist aber nicht viel. 14 Sekunden noch. 10. Ah, nee, da. Ah, das wird doch nichts mehr mit mir. Okay, der Name von einem Pizza-Restaurant, wo man nie bestellen sollte. Margarita will nur Dreierpacks und Gaspacho-Kolonien? Gaspacho, ja! Das kriegt von mir den Ehrenvote. Für die gründliche... versuchte Running Gag Erkennung aus beiden XCOM rein. Gaspacho ist eine spanische kalte Gurkensuppe. Mm. Direkt aus der Hölle. Ich weiß nicht, hört sich lecker an. Aber Gurke. Ich stehe auf Gurken. Ah, siehst du, du wolltest dich doch mal irgendwie. Da hast du jetzt einen Soundclip, den du immer wieder abspielen kannst. Ja, genau. Wie Horny Hacker sagt, irgendwas, das wahrscheinlich auf Nicolas Cages To-Do-List ist. Die Verfassung wirklich klauen, weil Face-Off und ein Maria in einem Film spielen.
Aber da hat, glaube ich, mal irgendein Magier in einem Film gespielt. Mit Sicherheit. Nicht nur einmal. Ja, irgendwie Duell der Magier hieß er, glaube ich, sogar. Oha. Boah, da war Cage dabei? Ja, da habe ich einen Trailer gesehen und ich dachte, wow, ein Film, wo Nicolas Cage ein Zauberer ist. Der ist bestimmt richtig scheiße. Ich glaube, das war er auch. War er auch, ja. War das der Disney-Film? Was? War Disney-Film? Das ein... Ja? Keine also nicht gezeichnet oder sowas, aber... Naja. Okay, ein Gegenstand, den man nicht in Taylor Swifts Handtasche findet. Swifter der Staubmagnet und Taylor Swifts Tasche. Oh, das ist jetzt philosophisch. Oh. Eine weitere Tasche. Eine weitere Tasche. Ist das so eine Mary Poppins-mäßige Sache, wo sie in ihrer Tasche beliebig viel Platz hat? Hm, möglicherweise. Und dann fliegt sie mit ihrem Schirm weg. Swifter, der Staubmagnet, setzt sich durch. Mit 7-3. So ist das. Next up. Eine komplett falsche Art, Jennifer Aniston zu buchstabieren. Ihr seht es auf dem Bildschirm. Ich wundere mich nur, dass da nicht irgendwie Anima steht oder so. Das könnte... Die Frage ist, welche Anagramme kann man wirklich daraus bilden? Das könnte tatsächlich mal interessant sein. Wir könnten sie in einen Anagramm-Generator schmeißen und es herausfinden. Gib mir eine Sekunde. Okay, das möchte ich jetzt wissen. Jennifer Jettison gewinnt mit 6-4. Gute Arbeit, Brissel. Okay, ein Tweet von einem Höhlenmenschen. Alter, meine Finger sind voll kalt. Hashtag CaveLife. Und oder an manchen Tagen möchte ich Stöckchen reiben. Die Frage ist natürlich, womit tweetet der Caveman? Das wird mich auch mal interessieren. Mit seinem iPhone oder sowas. Okay. Im Chat findet ihr diverse Anagramme aus Jennifer Aniston. Keine davon wirklich so spektakulär bis jetzt. Ernest Into Info Jim und Senorita Fan Jim finde ich auch sehr schön. Okay, ein Girl Scout Cookie Name, der zurückgelehnt wurde, weil er einfach zu albern klingt. Cookie Wookie gegen Bienchen und Blümchen. Cookie Wookie! Ich will haben! Tea Inferno Gins ist auch nicht schlecht. Manchmal sollte man das auch einfach kombinieren. Irgendwie, dieser Anagramm-Generator spuckt nur irgendwas mit Gin aus. Was soll das überhaupt sein? Ist das eine andere Form von Genie? Ja, ein Gin ist eine Art Dämon aus altislamischer Mythologie oder so. Ja, aber in der Schreibweise, okay. Ja, die variiert. Ist ja Fremdwort und sowas. Bis Trump gewählt wird, dann ist Schluss. Also ein guter Name für einen hündischen Country-Sänger. Old Dog Pluto's Blues und Wuffy und das bellende Rudel. Interessant. Ein guter Name. Das ist gut. Nach welchem Maßstab? Naja, klar. Was sagt? Interessant. Publikum ist genau in der Mitte split und die Mitspieler sagen überragenderweise das mit dem Old Pluto. Okay. Das Schlimmste, was man rufen kann, während ein Pro-Golfer einen Putt ausführt. Falsches Loch, deine Frau steht da hinten. Und bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Es ist ja schon nach 11.
was morgen völlig irrelevant ist, wenn es jemand am Video on Demand guckt, aber dann... Gucken eigentlich viele Leute die Streams auf Video on Demand? Das kommt drauf an, das wechselt stark. Aber je nachdem, ob es KSP ist oder nicht, oder was? Auch, oder andere Games. Es gibt populärere Games, es gibt weniger populäre Games. Die Länge hat ein bisschen was damit zu tun. Das ist insgesamt ganz spannend. Aber es ist für die, die es im Grunde verpasst haben. Also mir geht es nicht um die Klickzahl in dem Moment so. So, Baha führt, aber Paco ist dicht dahinter. Aus Fire Turtle kann man Erfurt eilt machen. Das ist, dass man nicht die besorgten Bürger wissen, die nach Erfurt eilen. Okay, das ist der letzte Prompt. Wir haben alle 45 Sekunden. Die letzte Person, die man zu der Geburtstagsparty einladen würde. Noch 20 Sekunden. Was? Noch 20 Sekunden hat er gerade gesagt. Achso. Gern. Also jetzt noch 20 Sekunden. Also nee, jetzt nicht mehr. Ey Jungs, nur noch 20 Sekunden, ne? Übrigens, zum Thema Anagrammgenerator. Da tatsächlich kommt mein Username Cobrahand ebenfalls von einem Anagrammgenerator. 2, 1. Durch. Und zwei haben nicht abgegeben. Ich habe aber diesmal abgegeben. Das stimmt. Okay. So. Also die letzte Person, die man einladen würde auf die Geburtstagsparty. Viele ähnliche Gedanken. Ja. Er hat Donald Trump bei mir nicht angenommen, weil jemand anders es schon gesagt hat. Wow. Okay. Hättest du sowas wie Ted Cruz? Das hat mich dann 20 Minuten vor Schluss doch etwas irritiert. Verständlich. Noch 5 Sekunden zum Abstimmen. Und vorbei. Ob ihr richtig seht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Pontius Pilatus, 8%. Oh. Keine Stimmen aus dem Publikum. Oh. Mich selbst, 4 Stimmen von den Mitspielern, 0 aus dem Publikum, 16%. Donald Trump, 3 Stimmen von den Mitspielern, 1 aus dem Publikum. Und Baha konnte nicht drücken, er hätte siegen können, sagt er. Das sagen alle, die nicht gedrückt haben. Trump ist mit 16% gleich. Dann Senorita Fenjin Rollkies hat 20% und eine Stimme aus dem Publikum. Und es bleibt mich selbst. Ich brauche keine Einladung von Roxy. Endlich. Ich meine, ich musste dir alle meine 3 Stimmen geben, weil ich das selbst geschrieben hatte. Also muss es ja logischerweise die beste Antwort sein. Ich habe auch darüber nachgedacht, tatsächlich. Nein, okay, ich mach nicht. Lass mal sehen, wer das Rennen gemacht hat. Ah, oh, ganz knapp habe ich mich an die Spitze gesetzt. Abgefolgt von Paco. Ah, zum Abschluss nochmal schön abgezogen. Das ist es, meine Herrschaften. Das ist er! Das ist das Spiel fürs Leben! Ja, ich kneife mich nochmal zum Abendbrot und werde meinen Rollkies mit den Kolonien teilen. Oh, eine Rollkies-Kolonie. Oh, wow. Oh, das ist schmerzhaft. Ja. Das klingt nicht gut. Klingt aber bestimmt interessant. Ja, kann man... Kommt drauf an, ob man eine von diesen Schüsseln hat, wo man... mit so einer Ablagezone, um das, das Geschaffte noch zu begutachten, ja, die Schöpfung, ja, die Nachgeburt. Oder ob man so einen hat, wo das direkt ins Wasser fällt. Gute Nacht, Brizzle. Gute Nacht. Aus welchem Land kommt eigentlich Brizzle? Weil ich glaube, ich habe eine Vermutung. Brizzle? Ja, Brazilian. Achso, ich dachte, es kommt aus England, aus Bristol. Man weiß es nicht. Aber der Gute Nacht ist überhaupt unser Thema, denn als erstes möchte ich mich bei denen bedanken, die heute
mit mir hier fantastische Bomben entschärft haben und andere Dinge gemacht haben. Danke, dass ihr dabei wart, Jungs und Mädels. Danke für die Einladung. Gerne, bald und wieder. Danke für die Einladung. Danke. Und wir haben in Kürze ein fantastisches Projekt, wo viele von die heute da sind, demnächst auch da sind und wir Dinge tun. Im Geheimen und sie euch dann präsentieren, wenn sie fertig sind. aber dazu an anderer Stelle mehr. Und jetzt kommt unser verbleibendes Ritual, was wir immer machen, wenn wir donnerstags abends streamen, dann sagen wir ganz am Ende allen Tschüss, die im Chat sind, solange der Chat noch so überschaubar ist, wie er ist. Und da bin ich auch ganz, das ist ja auch wunderbar. Dann gute Nacht, die Niki, die noch vorbeigekommen ist, nachdem sie Unterschichtenfernsehen geguckt hat. Natürlich aus wissenschaftlichen Gründen. Dann gute Nacht an die 8P. Gute Nacht, Baha. Gute Nacht, Brizzle, der ja schon gute Nacht gesagt hatte. Gute Nacht, Düner Masto Aureus. Du warst heute das erste Mal da, glaube ich. Ich habe dich vorhin noch nicht gesehen, aber ich bin auch sehr vergesslich. Schön, dass du da warst. Das ist das, was ich eigentlich sagen will. Gute Nacht, Fire Turtle. Gute Nacht, Merylix. Gute Nacht, Titelsong, Fuzzi. Auch du, neu. Herzlich willkommen und gute Nacht. Und gute Nacht, Xamron. Ja, und Xamron hat mir in Twitch eine Nachricht geschickt. Wunderbar, das schaue ich mir gleich nochmal an. Danke erstmal. Ja, habt alle gute Nacht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Denkt dran, morgen, falls ihr irgendwas nochmal sehen wollt, gibt es das Wort auf YouTube. Und dann sehen wir uns aller spätestens nächsten Donnerstag, wo wir sicherlich auch wieder tolle Sachen machen. Und ansonsten zu den üblichen Folgen auf dem Channel. Bis nächstes Mal. Tschüss, sagt alle. Tschüss. Tschüss. Ciao, Leute. Guten Abend. Danke fürs Zuschauen. Passt auf mit den Kolonien und dem Rollkies. Und den, nee, die Nippel gegen die Stöckchen kieseln. Tschüss. Man muss den Nippel durch die Lasche drehen.